Daisy. Epoch. Shadows. Jawohl. Tralalala. Mit dabei ist der Daniel Junior. Hallo. Der Ratzumov. Okay. Und der Silver. Ja, wir haben dich gehört, Hatze. Ja, und der Gysi, der ist aber nicht im Discord. Der ist aber auch auf dem Server. So. Steuerbegleiter. Der Milo, was mit dem ist, weiß ich nicht. Er hat sich nicht gemeldet, gar nichts. Und war auch nicht im Discord. Da ist wahrscheinlich Internet-Komplettausfall oder so, kann ich mir nur vorstellen. Der Baxter lässt sich entschuldigen. Und der Baxter lässt sich Vorerst. entschuldigen vorerst. Und ja, Leute, auf diesen Plattformen kann doch kein Heli landen und landen schon, aber nicht parken sozusagen, weil ich meine, gut, solange er abgeschlossen ist, wäre er unzerstörbar, aber dann würde, ihr erinnert euch, die MV22, die MV, ja, MV22, die dann hier durchgebackt ist und hier wie so eine Spinne, ne? So, und das würde dann wahrscheinlich, und sobald man die aufschließt und stehen lässt, explodieren sie einfach. Das liegt leider an dem, immer noch an dem Felsen. Eine unsichtbare Begrenzungsdings wahrscheinlich. Denn hier, er hier, der Heli, der ist ja alles in Ordnung. Da ist nichts. Ne? Gysi fragt gerade, ob er zu uns kommen soll. Kann er machen. Kann er machen, ja. Freddy, Aber. du müsstest Silver noch einladen. Nee, 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 ihr ladet mich nicht ein. Ihr dürft mich Achso. ja. Ihr Nee, werdet mich nicht sehen. er ist doch Okay. Veranstalter, ne? Ja, gut, dann nicht. Warte, dann kann ich ja. Ja, heute großes Event. Hast du ihn Arsch geschossen? Nein, nehm ihn. Also, dann hechelt er dann. Gysi, kannst gerne zu uns Einmal kommen, wenn du zwischen die möchtest. Beine. Ich habe wen auch immer gerade zwischen die Schönen Beine guten Abend, geschossen. Baxter. Schönen guten Abend, Henry. Wer bist du denn? Ich lasse mir was einfallen. Ach, Ob ich das, vielleicht baue ich sie wieder ab oder verändere irgendwas. Wenn die natürlich ihren Zweck nicht erfüllen, dann, na gut, man könnte draufrennen, sich hinlegen und von da aus schießen. Ne? Ja, mal sehen, ja, aber ich spawn ja nicht so viele Missionen jetzt in der vielleicht Nähe. baue ich da, na, aber KIs sind ja hier auch schon mal, ne? Und Ich umso sag's mal, mein mehr, Vorschlag. du, umso mehr sich hier aufhalten jetzt. Es könnte sein, dass hier im Moment wir beschossen werden aus dem Wald, weil wir ja jetzt hier alle sind, ne? Also die KI spawnen immer da, wo am meisten Leute sich aufhalten. Da könnte ich Kampfstationen draufbauen, zum Beispiel, ne? Mein Vorschlag ist immer noch neue Basis bauen. Sag mal, Neue Basis. soll die Platte da oben schweben oder ist die nur bei mir? Ja, die ist Legende. Achso, Das die ist war Legende. eine Rettungsplattform wegen meinem Charakter, wo die MV22 die Geschichte. Und Ah, dann okay. lag meine Leiche. Ich musste aus der MV22 aussteigen. Ich habe die da gestartet. Die hing hier irgendwie wie so ein, als wenn die an so einem Kabel festgehalten wird von der Plattform. Ne? Und ich habe die Ja. gestartet, konnte aber nicht wegfliegen. Und bin dann ausgestiegen und bin dann da genau da, wo die Plattform ist, raufgefallen. Und der Henry hatte dann den Vorschlag. Also ich habe erst, wir sind da den Felsen hochgerannt und haben versucht da, ich bin mit der Mosi da rangeflogen, wollte da landen. Da ist die Mosi zweimal explodiert gleich. Bis Henry dann den Vorschlag gemacht hat, bau doch da einfach eine Plattform, lande mit der Mosi da drauf und loote deine Leiche und fertig. Ja, aber man muss natürlich immer erst kompliziert, ne? Immer Ah, kenne ich. kompliziert, bevor dann eine übelst leichte Lösung kommt. Und deswegen habe ich gesagt, wir sind da nicht rangekommen zum Abbauen. Ja. Und da habe ich gesagt, lass die, das ist ein gutes Erinnerungsstück. Ja. Kommt er erstmal angehoppelt. Wer? Der Ja, der Hase. Hase. Ja, ich sehe den auch. Was ist mit Hasi los? Komm her, Hase, ich zeig deinen echten Hasen. Die sind aber gut flink, ne? Ja. Welches Hasi? Die Bunnies. Der Baxter ist auch da. Stimmt, hast du schon So. gesagt.
Ja, Baxter, Henry. Wir warten jetzt auf Gysi, dass ja. er hier eintrifft. So. Genau, aber dann, Gysi, du hörst uns ja, ne? Also, tontechnisch. Also, du hörst uns über den Stream, ne? Wie immer. Oh, eine schwarze Mission. Baxter, mich hat das Spiel vorhin mächtig gemobbt. Ich wollte es vorhin deinstallieren. Ja, Daniel müsste eine kleine Entschädigung kriegen, Baxter. Er hat sein, also er hat sich, Soll ich es nochmal erzählen, oder was? Na, erzähl du nochmal. Er erzählt jetzt also, nochmal die Geschichte. Also ich, Daniel hatte doch seinen Blackhawk da verloren. Und da dachte ich mir vorhin, naja, machst du ihm mal eine Freude, kaufst dir von den letzten paar Coins, die du hast, einen Blackhawk, tust noch ein paar Drogenfelder abernten, damit du den noch auf volle Pulle upgraden kannst, was auch soweit ganz gut funktioniert hatte. Nur beim dritten Upgrade hatte ich fast alles zusammen. Ich brauchte einen Kraftstofffass vom Großhändler, bin halt mit dem Blackhawk dann dahin geflogen, hab den da gelandet, mir das Kraftstofffass geholt, hab das letzte Upgrade durchgeführt und wenn du das Upgrade durchführst, verschwinden die ja kurz und tauchen dann wieder auf. Und so wie der wieder aufgetaucht ist, ist der irgendwie, warum auch immer, rumgebackt, ein Stück nach oben geflogen, wieder vor mir auf den Boden geknallt, kaputt gegangen und meine Leiche ist beim Großhändler in so einen Container reingebackt. Ich habe von meiner Leiche bloß noch ein Stück Hand gesehen und bin dann nicht mehr reingekommen. Da war sowohl der gerade fertig abgegradete Blackhawk weg und alles, was ich dabei hatte. Meine Barrette, was waren das? HK-17 oder so, ne? Hier mit dem TWS-Visier. Also schon ordentlich was verloren gegangen dadurch. Ach, guck mal, hier ist Gysi, oder? Wer ist das? Ach ne, das ist Silver. Ja, ich mach noch ein bisschen Aufwärmübungen. Ja, und dann dachte ich mir so. Und da hatte ich mir dann so gedacht, nee, das ist jetzt unfair, unverschämt. Wenn so eine Geschichte ist wie mit meinem Panzer. Weil ich Minenfeld lese und ich Idiot fahre noch selber rein, bin ich selber schuld. Eigene Dummheit, kann man nicht anders sagen. Aber durch so ein, weiß ich nicht, was das war, Bug, Fehler, keine Ahnung, dann alles zu verlieren, was du hast, das ist schon ärgerlich. Ihr seht auch den Hasen laufend hier. Ja, ich sehe den auch hier. Das wie war das? In welchem Kanal muss ich Dance schreiben? In Sidechat alles, ne? Dance, Handstand, Boxing, Karate. Ach, übrigens, Silver, dein Lagerfeuer, ne? Ich weiß, das, ich hab's nicht hoch und runter gekriegt. Ich tanze erstmal. Ausdruckstanz. Ja. Okay, das hat gestern unter der Erde gequallt. Ich weiß, jetzt ich ist weiß. Ganz, jetzt ist ganz. Na, weg. Bis zum Reset, weil ich nicht gesaved habe. Ach so. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, nicht so schlimm, vielleicht krieg ich das nicht hin. Da werde ich jetzt ein paar Feuerfässer versenken. Ja, das geht auch nicht. Man kann keine Feuerfässer mehr versenken. Okay. Aha, ja. GSTS? GSTS? Also das sind Eventvorbereitungen, liebe Zuschauer, ne? Also, ja, ja. Wir tanzen uns warm. Na komm her hier, los, komm her. Ich tanze meine Aggression weg. Und schönen guten Abend, Herr Reuter. DSDS, ja. So, Gysi, wo bist du? Ach, auf dem Weg zu uns. Rocky. Ist gleich da. Der ist gerade genau. Weg. Ich finde es ja schön, dass du den auch nicht steuern kannst. Hört der auch irgendwann mal wieder auf? Ja, ja, hört auf. Ah, ja. Du kannst aber auch im Sideshirt eingeben, stopp, dann hört er sofort auf. Ne? Ach so. Halt! Früher war es ja so, da hast du einfach dich bewegt. Genau. Und dann hat er aufgehört. Ja, er geht ja voll ab. Er geht voll ab, ja. Alter. So, und das andere war Boxen. Das hab ich ja. Karate kannst du noch, Handstand. Und da waren dann noch irgend zwei englische Wörter. Da wusste ich jetzt nicht, was das ist. Mach dann jetzt. Ha, ja, husch, husch. Meine genau, Waffe schwebt mit, dabei. Querstrichstopp. Meine Waffe schwebt dabei. Naja, die lässt da alle Luft hängen. Hi, Mr. Miyagi.
Daniel Sun. Genau, genau. Schande. Ich so, oder V. Solche... V? Naja, dann hört er wohl auch auf. Hi. Schwupp. Ja, ist schon. Ich finde das, also mit den Tanzen finde ich am meisten. Das ist ja das, was ich haben wollte. Ja, wer dann steckt er ja wenigstens die Waffe weg. Wer hat hier ein Tier erschossen? Ich habe kein Messer bei mir. Okay. Oh, oh, oh. Ich aber auch nicht. Ich hab's weggelegt. Pass ich wieder auf, oder wie der Engländer zu sagen pflegte, piss off. Abbauen ist aber auch eine gewagte Nummer hier, ne? Alter. Ja, das ist wieder zeitaufwendig, ja. Was ist denn, wenn man einfach den Felsen wegnimmt, der hier zusätzlich reingesetzt wurde? Ja, dann müsste es eigentlich gehen, aber... Ja. Dann schwebt natürlich unten alles. Na gut, aber... Geht das, Baxter? Kannst du den Felsen entfernen? Dann baue ich, ne? Dann ist der Felsen weg und dann baue ich da was anderes. Unten drunter, ne? Und zu. Krieg der Welten. Das aber Ding ist, den Felsen habe ich nicht gesetzt, echt? Ach so. Aber dieser gut, Felsen, der ist doch eigentlich ein Extra. Es kann sein, dass der in einem Upgrade mit drin war. Dann kann man da nichts machen. Entfernen kannst du leider nicht. Also feste Sachen, die mit der Map verbaut sind. Ja, ja, dann haben die den aber ganz schön buggy. Ach, ich dachte, Baxter hat den hergesetzt. Ja, dachte ich auch. Ach so. Na dann nicht. Na gut. Oh. Alle bereit, alle bereit. Sind wir alle da? Ja. Der ist doch original. Gizzy ist auch hier. Ja, Henry, hallo, aber Gizzy. In vielen Spielen, es gibt Gizzy. Viele Surfer. Also ich weiß es nicht bei der 1.7er Version, aber bei 1.6er bin ich mir hundertprozentig sicher, da ist dieser Felsen hier nicht. Da war das nur so eine Höhle. Da war das immer nur so eine Höhle. So, ihr müsst jetzt mal kurz hier bleiben. Ja, mal bitte alle dort bleiben. Milo ist zwar nicht da, aber ihr seid ja schon eigentlich. Ich will mich die Bloodpool jetzt mal versetzen. Ach so. Stockwerk höher. Hallo? Jetzt sind mir nicht mehr anzeigen. Wieso kann ich die jetzt nicht abbauen? Wo bist du denn? Wo ist denn deine Plotpool? Hier unten drin. Berg. Also er zeigt mir an, ich kann verwalten, virtuelle Garage und Grundstücksgrenze, aber er zeigt nicht, dass ich sie abbauen könnte. Ja. Brechstange. Mhm. Genau. Okay. Guck mal, das mal von innen an. Lass mich rein. Diese Frage gerade mit Brechstange. Ach stimmt, ja, du hast ja jetzt das Werkzeug abgelegt. Nur die Brechstange, ja, ne? Nur die Brechstange. Kann ich auch bei mir behalten. Ah. Und sonst so, Frauen und Kinder gesund? Ja, Frauen habe ich nicht und Kinder. Frauen? Die sind hoffentlich auch alle gesund. Das kann ich nur sagen, nö und nö. Oder meinst du deinen Junior, da stimmt das die Aussage dann eher? Ja, aber da kann ich beides nur verneinen. Also. Frauchen hat sich jetzt erkältet und die Kinder sind immer noch krank. Ah ja, die Erkältung geht rum. Ja, das habe ich auch schon gehört. So, geht rum. Pass auf, wir machen Folgendes. Die geben sie sich gerade irgendwie alle gegenseitig. Corona-la oder einfach nur so? Nö, einfach nur so, Gott sei Dank. Die Erkältung geht jetzt rum.
Bei Ja. Ben war es eine Bronchitis. Der hatte mich ja teilweise nachts auf Trab gehalten mit 40,4 Grad Fieber. Jetzt hielt er jetzt. Nein! Jetzt geht's dem langsam wieder, was Fieber betrifft, gut, aber jetzt fängt's bei dem größeren Bruder an. Oh shit. Jetzt ist mir auch mal passiert. Was denn? Naja, bin hier runtergerutscht. Mir fehlt der Klappspaten zum Aufbauen und jetzt wollte ich wieder runter und rutsche die ganze Dings runter anstatt. Brech mir die Knochen. Und ja, das Übliche, ne? Bluten. Das Übliche. Es hat geknackt, ja, auf jeden Fall hat es geknackt. Was, schlage nie ein Kind in der Fremde, es könnte dein eigenes sein. Ja. Manche haben auch gesagt, schlage nie ein Kind, egal wo du bist, es könnte ja dein eigenes sein. Dann bist du aber schon ein ganz schöner Casanova, wenn du davon ausgehst, So, jetzt haben wir alles durch. Ja, wenn du davon ausgehst, dass du, ne, eventuell jedes Kind auf der Welt dein sein könnte. Ja. Es gibt aber auch einen Witz mit einem Opa und einem Punk, ne? Ja. Kennt er den? Nee. Ein Punk und ein Opa sitzen auf der Bank. Und der Punk fragt den Opa, warum der Opa den Punk die ganze Zeit so komisch anguckt. Sagt der Opa, naja, ich hatte damals einen Huhn gebumst und der fragt mich gerade, ob du mein Sohn bist. Ja. Ich habe jetzt hier oben eine Mossi aufgebaut. Ach, jetzt. Wegen der Haare da so, ne? Ja. Schon verstanden. Das habt ihr aber wieder gefickt eingeschädelt. Aha. Das genau. Habt ihr aber wieder geschickt. Genau. Ihr sagt mir, wenn ihr soweit seid. Ja, ich brauche einen Klappspaten. Ich bin in freudiger Erwartung. Ja, ich auch. Kleinen Moment. Gysi, wo ist Gysi? Warte mal, da ist Ratze, da ist Daniel. Gysi! Gysi hat einen Klappspaten, hat er geschrieben. Ach, da oben ist er. Ja, ich hab jetzt auch einen. Klappt soweit mit dem Spaten. Gisela! Das war gut. Bin oben. Das wird nicht gut gehen. Das sah gut aus. Yeah. Shit, ich dachte, ich schaff's. Yeah. Soll ich mit Rettungsheli kommen, oder? Nein. Was hast du denn versucht? Ich wollte schön knapp über dem Wasser. Einmal hat's geklappt und, naja. Ihr schießt. Ach, dort du. Schwimmt er. Whoops. Ach so. So. So, ja, Milo muss ich dann später eintragen. Und jetzt. Mach mal Radiusanzeige, schreibt Gysi. Ja, hab ich an. Muss er, glaube ich, selber machen, wenn er sie nicht sieht. Ja, stimmt, das muss das. Nee, das muss er selber machen. Ich sehe sie auch nicht. Nee, so. Das sieht immer nur der, der es anschaltet. So. Schön, dass wir denselben Gedanken hatten, Ratze. Ja, das geht jetzt nach unten. Dasselbe, was nach oben geht, geht jetzt nach unten. Ja, jetzt seht ihr hier den Umkreis. Ist quasi wie eine Kugel. Eine Kuppel, wie so eine Käseglocke. Ist Panzerglas. Oh ja, gut, sieht so aus, oder? Nee. Der Hafen ist noch in der Grenze drin. Man muss von da aus gehen. Ne? Da dürfte nichts passieren. Super. Naja, und das hat jetzt, dass ich höher bauen kann. Der Hafen ist grenzwertig. So. Jetzt aber vorsichtig beim Runtergehen. Teile vom Hafen sind. Mehr kann ich nicht lesen.
Ich gehe mal runter, Gysi. Ich schaue mir das. Aber die sind ja gesetzt. Ich glaube, die zählen noch mit dazu. Ich habe ja an einer Stelle, habe ich ja. Oben war das aber, bei der E-Landeplattform muss ich ein bisschen tricksen. Achso, Gysi. Was Silver uns vorhin noch für einen Tipp gegeben hatte, am besten alles Wichtige aus dem Inventar rausschmeißen. Jo. So. Also eine Waffe, Verbandszeug, Essen schon mitnehmen. Ja, ja. Ja, ja, hier ist das. Aber wie ihr seht, der Kreis. Ja gut, es sei, er tut den. Ja, das bleibt. Werden wir sehen, wenn sie es abbaut, da muss ich gucken. So. Können wir, wollen wir, sollen wir. Ich hätte jetzt natürlich auch weiter hier vorne hinstellen können. Schlüssel sind zu Hause, ja, das ist gut. So ist schon gut. Oh, da wird geschossen. Nein, ich. Alles gut. Oder? Das bin ich. Alles also. Gut. Aua. So, wo ist, denn der wo ist denn der Startpunkt? Achso, Teleport. Der Startpunkt ist jetzt hier. Hier? Ja. Wer liegt denn da? Ach, ein totes Schwein. So. Oh, können wir starten? Warte mal, mein Essen ist schon wieder. Oh, wieso kann ich denn nicht. Ich kann nicht auf meinen Rucksack greifen, weil welche neben mir stehen? So ein Bummler hier. Bummel schneller. Bummel schneller. So. So. Ich warte auf den Bus, dann beeil dich. Okay, ich warte einfach schneller. Oh, da kommt Henriette angedackert. Nee, eine zweite Dacka. Kann ich nicht setzen, ne? Dacka, dacka, da. Oh, hallo. Wachser, eine zweite Bloodpool kann ich jetzt nicht setzen, ne? Jeder kann nur eine setzen. Wer hat Henriette erschossen? Dann glaube ich, wenn, sagen wir mal, jetzt Daniel Junior noch eine setzt. Du warst das. Könnte er die dann da ganz vorne an der Spitze neben der Tankstelle eine hinstellen zum Beispiel? Dann würde das sich ja überlappen. Da weiß ich nicht, ob das geht. Das könnte gehen. So, dann lass uns mal anfangen. Jo, ich meine Rede. Ich glaube aber, der hat die Teile da noch mitgezählt. Ja, lass uns anfangen. Gut. Ja, echt, ey. Let's go. Jetzt geht das los. So. Spielverlauf ist eigentlich ganz einfach. Wir haben immer einen Tresor und danach haben wir Fahrzeuge. Das heißt, Tresor finden, einen Schlüssel entnehmen, Fahrzeuge finden, mit dem Fahrzeug, wo der Schlüssel passt, weiterfahren. Zu dem Ort, den ich euch dann immer schön in Reihenfolge sage, weil sich's ja sonst keiner merkt. Und der erste Hinweis meinerseits ist, wir müssen nach Kelm. Wir haben da ein gelbes Haus mit blauen Fensterläden und da findet ihr euren ersten Schlüssel. Was, wohin? Ja. Nach Kelm? Nach Kelm. Ja, ja. Richtig. Wo ist denn Kelm? Rechts im Plan. Es darf nur mit den, genau das nicht, es darf nur die Missionsfahrzeuge benutzt werden. Das heißt, nach Kelm geht's zu Fuß. Was sagtest du? Ein gelbes Haus mit blau? Ein gelbes Haus mit blauen Fensterläden. Gelbes Haus mit blauen Fensterläden. Ey, ihr Schweine! Na, wartet. So, wir gucken uns das Ganze frei. Aus der Sicht des Spielleiters an. Ich schalte mein Togo ein. Ich werde beschossen. Auf, hinter dir. Easy, hinter dir. Lass mich vorbei. Ich bin schneller wie du. Noch ganz kurz zur Info. Absolute Chancengleichheit. Ne, weil ihr wisst ja nicht, was ihr für ein Fahrzeug bekommt. Nee, das ist richtig. Und ich sperre jetzt schon mal den ersten Tresor auf. Boah, der Ratze hier, der hat Jakobus gefressen. Was los? Wieso bin ich immer so langsam? Ausdauer leer wahrscheinlich. Mein Turbo. Ich hätte Ratze hat sich schon vorher in Energy reingeschmissen. Ja. Haut doch ab, Mann. Haut doch alle ab. Ihr seid Kameraden. Und bis zu dem Fahrzeug hin dürfen wir dann auch nur laufen, oder was? Bis zu dem Fahrzeug hin läuft ihr, ja. Ach, sonst geht's ja zu schnell. Rins,
Wer zuerst dort ist, nimmt alle Schlüssel und die anderen gucken in die Röhre. Ja, glaub mir, da ist noch jemand, der ein Auge drauf hält. Keine Angst. Ja. Wie gesagt, gelbes Haus, blaue Fenster. Wisst ihr, was der Vorteil ist, wenn man hier hinten ist, wenn die KIs euch da vorne abschießen und ich an euch vorbeirenne? Doch, dass der Spielleiter die AIs verhindert. Oder die AIs dann den letzten wegsnacken, weil die ersten diese die AI wach machen. Auch möglich. Ja, ja. Oder der Spielleiter sich als AI tarnt und uns wegsnackt. Gerüchtlich, auch das kann möglich sein. Aber das wäre ja ein böser Spieleleiter. Das ist ja nur, weil ich mir so eine schwere Waffe ausgesucht habe. Und die muss er ja in der Hand halten die ganze Zeit. Du musstest ja auch noch was essen vorm Losgehen. Ich so. Ach, Fressen, du bist doch jeder als sein Päckchen zu tragen. Ja. Oh ja. Essen, Feuertopf, dann hast du hinten Antrieb. Ja, vielleicht im Realleben, aber... Man nannte mich auch Düsen, Daniel Düsentrieb. Das war mal, als wir noch jung waren. Ja. Ihr wart jung? Nein, ich glaube nie. Freddy, schieß doch mal Panikmodus on. Jeder ist doch schrumpelig auf die Welt gekommen, oder nicht? Genau. Genau. Ah, da sind sie doch. Ich hatte immerhin fast über 3000 Gramm. Ne? Ui, Big Baby, also, Baby war, Boss. Genau. Ja, warum nicht? Ich war im Wonderbob. Wonderbob. Yeah. So. Ja, lauft nur. Das Nervösmachen der Spieler gehört nämlich noch mit dazu. Lauf, Freddy, lauf. Mal gucken, ja, wer als erster die Bärenfallen entdeckt. Ja, ich hoffe, die sind da drüben und nicht hier. Ja, da haben wir eine Heli noch schnell abgeschmissen. Ich hatte ja ein paar Tage Zeit zum Vorbereiten. Kommt dann gleich auf ein großes Feld, da wird's auch gefährlich. Hast du da Minen gelegt oder was? Die Bärenfallen, hat er doch gesagt. Ich musste mal. Naja, Achtung. Es gibt aber noch mehr wie Bärenfallen. Ja, definitiv. Ach, ich denke, ich renne hier einfach durch. Ich bin der festen Überzeugung, der will uns nur wuschig machen. Wenn das gleiche beim Augenwinkel da, wo ich Dali sehe, wenn es da gleich eine Staubwolke... Ja. Der Heli gehört nicht zu mir. Der hat mit mir nichts zu tun, der jetzt hier rumfliegt. Ja, KI. Mhm. Der Heli macht mir Angst. Nein. Ach, der ist lieb, der wird dich nur streicheln. Wisst ihr alle noch, wie das Haus aussieht? Ja. Ich bin doch da, keine Angst. Grün mit gelben. Grünes Haus mit blauen Fensterläden. War das nicht ein gelbes Haus? Ja. Gelbes meine ich doch, ich kann meine Schrift nicht mehr lesen, ja. Ach, Silber, lass ich hab doch gesagt, glauben, ich will euch, doch ich will glauben, euch nervös dass das, machen. Dass das ein grünes Haus ist. Oh. Dann bin ich der Einzige, der nach einem gelben Haus sucht. Ein blaues Haus, ja. Irgendwie so. Die besoffene Schenke. KI ist auch unterwegs. Ja, war nicht bei mir. Aber ja, das ist auch gleich. Oh. Oh, hau ab. Hui. Ah, der schießt. Ich kann leider mich nicht um dich kümmern, Junge. Ich will Schlüssel. Aber nett, dass du vorbeischießt. mein Spiel ist abgekackt. Okay. Oh, jetzt pfeift's aber an meine Ohren vorbei. Ups. Ja. Oh, Hilfe. Bin gleich wieder da. Hm. Das war zu viel. Oh, ich werd beschossen. Alter. Aber ich erst. Das bin ich jetzt nicht. Bin tot. Echt?
Ja, dann schnellst du deine Leiche wieder. Also, oh, der Heli. Sagen, du darfst gerne hier spawnen, also das ist kein Problem. Ui, der meint aber wirklich böse. Der hat mit mir aber, wie gesagt, nichts zu tun. Ne? Das ist ein stinknormaler Spielheli. Ist das nicht das Haus? Ich glaub, gelbes Haus, blaue Fensterläden. Ah, hier kommt man, doch, hier komme ich rein. Nein, das ist das Haus nicht, aber egal. Na gut. Ach, verdammt. Ah, ich glaube, ich sehe es. Aua, nein. Ach. Dani, wo ist Dani? Na, Heli. Wo ist Dani? Ich bin bewusstlos. Oh nein. Ah, das sind sie deinen Namen nicht mehr. Ich find's cool. Aber ich war gar nicht so weit weg von dir. Ich glaube, du warst schon recht gut. Ah, da oben. Ja, ja, ich hab's gerade gefunden gehabt. Ich hab's schon aus der Entfernung gesehen. Oh, aber diese bewusstlose Zeit hier, die ist ein bisschen heftig, finde ich. Ich helfe dir mal. 120 Sekunden ist schon hart. Komm, stirb. Das hier? Nee, das ist grün. Gelb? Hey Zombie. Gelbes Haus. Da. Aber das ist nicht gelb, es hat zwar blau. Achso, ich dachte, du verbindest mich noch, weißt du, rennt da weiter. Komm, ich hab den Zombie abgeschossen. Ja, bei 120 Sekunden Bewusstloszeit macht der Zombie das Kraut nicht mehr fett. Das ist schon mal ein gelbes Haus mit blauen Läden, aber nicht das Richtige. Nicht das Richtige? Nö. Das Schöne ist, ich kann bei Dan, bei Freddy jetzt gucken. Wo denn? Wo denn? Hier haben wir ein grünes. Kann ich hier irgendwo in der Nähe spawnen? Hier ist noch ein gelbes, aber das hat keine blauen. Es gibt ein gelbes Haus mit blauen Fensterläden. Oh ja. Der Haustyp, Daniel, war schon mal richtig. Der Haustyp war richtig. Jo. Der Haustyp da, okay. Also nicht der, wo du gerade drin warst. Nicht der, wo du es gerade davor. Dieser Haustyp da, wie du gerade drauf guckst, der ist schon mal gut. Achso, ja, der Stream ist zeitversetzt, sorry. Oh, scheiße. Oh, kann man sich hier irgendwo in der Nähe spawnen? Mal gucken. Hey Jungs, ihr seht doch, dass ich gerade beschäftigt bin. Oh, so oh. Weit weg? Jetzt reicht's. Das ist jetzt schon frech. Oh. Gut, sagen wir es mal so, ausnahmsweise. Wenn ihr sterbt, könnt ihr auch eine Mosi nehmen und wieder dahin fahren zum letzten Punkt, weil sonst wird's zu langatmig, glaube ich. Ich denke also, auch, ja. Benutzt den Werkzeugkasten, wenn ihr sterbt und kommt entweder mit Moped oder... Was machst du denn? gebacken ja. Irgendwie. Ja. Kommt mit Moped oder Mosi wieder. Das ist sehr freundlich, weil ich glaube, sonst brauchen wir ewig. Ja, genau. Ja, der Heli, hat mir eine verpasst, Knochen gebrochen. Mhm. Die Zombies haben auf mich eingeschlagen wie eine wilde Sau. Keine Chance. Aber ich baue die Mosi jetzt nicht ein, ich lasse sie dann einfach stehen. So, ja, da. Die Chance zu sterben, also nochmal zu sterben, ist, denke ich mal, groß. Kelm war übrigens das Dürfte. Mhm. Ich habe mir einfach einen Wegpunkt eingesetzt, wo ich gerade gestorben bin. No, genau. Weiter durch, dass du ja nicht überall spawnen kannst, machen wir das mal so. So. Ach, der Heli schon wieder. Ich werde euch vielleicht jetzt mal ein bisschen helfen, dass wir den Heli mal
drehen. Was ist los mit dir, Musi? Klebt die hier am Rasen? Hä? Ja. Wer weiß, wer weiß. Los, packst du aber. Ja, ja. Ach komm. Oh ja, sonst wäre es auch langweilig. Olla, ich blödes Mistbein. Mistbein, das sagt man bei uns übrigens auch. Das sagt man ja auch. Ich hoffe, der Zombie tritt barfuß auf den Lego, ey. So meine Leiche. Also nicht markiert? Da. Ich glaube, hier ist der Markierung. Perfekt. Alter, der Heli macht ganz schön Späne, ne? Und ich lasse die Musi an, wegen Zombie. Daniel, was ist bei dir los? Ja, weiß ich auch. Ich hab Zucker in den Taschen, glaube ich. Ja, Blut hier. Nee, nee, wir kommen auch in Krankenhäusern vorbei. So, das reicht eigentlich. Dann sammeln genau. Gar nicht gut. Ratze, hilf mir. Ratze, das könnte lebensgefährlich werden. Oh, Gysi hat einen Heli runtergeholt, das ist aber sehr lieb. Wozu, okay. Gysi? So, jetzt gelbes Haus. Renne! Gelbes Haus mit blauen Fensterläden. Hier ist es. Haus. Doch, das war gelb gerade. Wie gesagt, davon gibt es mehrere, ne? Nee. Kann's ja nur da unten sein. Ja, da oben beim Heli. Rennt da hin. Gelb, grün. Das hier war es, glaube ich, nicht. War ja Daniel vorhin drin. Mein Spiel möchte mich gerade nicht mehr. Das ist so geil. Oh, das ist schon mal sehr, sehr warm. Nein. Wem ist es warm? Bei Daniel.
Achso. Weiter links. Ja. Warm. Da. Heiß. Wird kälter. Wird kälter. Wieso? Da. Gelbes Haus, blaue Läden. Ja, hab ich doch gesagt. Na? Genau. Ja, so. Ein bisschen kann ich doch helfen. Alter, die kommen hier alle rein. Schießi. Herrlich, herrlich. Ja, schießi. So, und wo sind jetzt die... Tresor. Fahrzeuge, meine ich. So, hat jeder seinen Schlüssel? Nein. Ich hab einen. Ja, Dani. So. Ich bin auf dem Weg, aber ich hab noch heute Zombies im Schlepptau. Ja, wir haben hier auch Zombies ohne Ende. Oh. Naja, könntet ihr jetzt nett sein, könntet das markieren. Na, Dani sieht uns doch, ne? Hier unten. Und euer Weg führt euch danach nach Berenzino. Nein. Berenzino, oh ja, ja. Ich komm da nicht rein durch die ganzen Zombies. Oh Gott. Und zwar findet ihr die Fahrzeuge in Berenzino auf dem Bauernhof. Ah ja. Das wäre doch ein rotes Scheiß-Zombie. So, Freddy, erstmal Geld einsammeln. Ja, aber die ganzen Zombies. Ja, da könnte ein bisschen was zusammenkommen. Bauernhof, hast du gesagt. Richtig. Zino, Sägewerk. Am Ortsrand liegt ein Bauernhof. Ja, ich denke mal, da hinten war das. Wo die Apfelplantage ist, ne? Keine Ahnung. Oder ist das einer? Das ist ein Bauernhof da unten. Oder ein Sägewerk. Ah, ich hab's. Sägewerk? Nee, Sägewerk ist da vorne, glaube ich. Wir werden ja sehen. Ich bin tot. Okay. Ich komm wieder, keine Frage. Wieso machst du nicht deinen Goldmut rein? Der hat mich, glaube ich, gerade gekillt, ja. So. Oh, Berenzino ist ja auch so ein schlimmes Pflaster. Oh ja. Ich hatte schon Spaß bei dem Vorbereiten, also, hui. Ja, oh ja, hör auf da unten. So, jetzt finde ich hier so einen schwarzen Stein, ich glaube es auch. Bauern. Ja, schnell abschießen und nun Diamanten mitnehmen. Die Zeit muss sein, Daniel. Hat jetzt jeder seinen Schlüssel übrigens? Ja. Sehr gut. Die anderen auch? Oh ja, ich hoffe. Wir sind alle schon auf dem Weg dahin, also denke ich schon. Gut. So. Diese schreibt ja. Okay. Meinst du den Bauernhof nicht? Oder hast du die hier in der Scheune geparkt? Nö, nö, okay. Die stehen draußen. Die stehen draußen. Okay. Mach's dir doch einfacher, Daniel. Was drück aufs GPS mit Rechtsklick und Fahrzeug lokalisieren. Hab's nicht gesagt. Ach nee. Das ist doch das. Ich werd's schon finden. Keine Sorge. Scheiße, siehst du, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. So. So, da sind wir auch wieder. Irgendwie wollte mein Spiel gerade nicht, lustigerweise. Ich werde mal eben nach Berenzino. Ach so, halt. Ja, hier. Ah,
schon jemand da? Also beziehungsweise hat schon jemand. Das ist Sägewerk. Was? Alter, nein. So, dann gucken wir mal, wer jetzt hier mit welchem Auto vom Hof fährt. In der Zeit kann ich mich schon mal umziehen. Feuerwehrklamotte ablegen. So, hübsch. Gucken, wo sind sie denn? Ah, da kommen sie. Sehr schön. Sieht sie uns trotzdem, obwohl wir nicht in der Gruppe sind oder was? Na, ich kann euch ja sichtbar machen. Auf der Ach so. Mal interessant so. Zu wissen. Oh, hier schießt schon. Ui. Ich will mich jetzt in dem Server-Gedöns da auch mal probieren. Ich habe mir jetzt für die Konsolenvariante von Standalone Server gemietet. Ja, aber glaub mir, Arma 2 ist widerlich. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe es letztens auch überlegt, da meinte Freddy auch gleich, nee, lass das mal lieber. Das ist, ui. Sag mal, sei, du hast wirklich sehr starkes Interesse, da musst du mal bei YouTube wirklich dir alles reinziehen, was es davon gibt, ne? Nein, Gizi. Hat jemand einen Frauencharakter? Nein, okay. Nein. Gut. Ich habe einen Charakter mit langen Haaren, ja, aber das ist ein Typ. Nee, alles gut. Eine Diskriminierung langhaariger Minderheiten. Oh! Ach so, nee, ich dachte, ich habe diese erschossen. Oh. nein, da stand der AI. Okay, ich dachte jetzt schon. Ich hätte den Arm, weil ich habe gerade die AI erschossen und dann stand der Giese, wurde getötet. So. Ups. 100 Meter noch. Ah? Ja, da stehen sie. Die Fahrzeugauswahl. Da kommen sie und bringen Zombies mit. Ach, hör doch auf, hab ich hier übelste Klappermöhre oder was? Los, entscheidet. Echt jetzt? Ja. Oh. Oh nein. Geil. Ich kann ja jetzt sitzen bleiben hier drin, ohne dass was passiert, oder? Du kannst drin sitzen bleiben, ohne dass was passiert, ja. Also, außer es kommt KI, dann kann ich nicht mehr. Ich meine, ja, zombie-mäßig. Und ja, Giese, sag ich schon, Henry Admin Tool, yep. Muss ja jetzt eh erstmal warten, bis mir gesagt wurde, wo es als nächstes hingeht. Richtig, nur wir warten mal auf die anderen. Da sind sie doch schon, oder? Zumindest einer ist schon mal da. Dani hat den Lada. Abschleppen abgeschlossen. Das blaue komische Ding da. Aufschießen. Oh okay. Gott, ey. Skoda. Yay! Oh je. Ich habe Skoda und eine Lama-Kiste. Oh je. So, Giese ist hoffentlich auf dem Weg. Ja, ist er. Es ist eigentlich unfair, wenn ich abhole, nee, oder? Wenn du was? Wenn ich Gizi abhole. Prinzipiell ist es nicht unfair, nein. Ist ja deine Gefahr, wenn was passiert. Nicht. Müsstest du zurück nach Kelm und dir einen anderen Schlüssel holen? Also denk daran, der Lada, ist nicht das Gelbe vom Ei. Der ist genau wie der Skoda hier, sau langsam auf Rasen. Richtig. Silber, Protein doch, schreibt Baxter. Das könnte ich auch machen. Oh, hier ist er. Den hätte ich gern gehabt. Hier, den. Da. Warte mal. Ach so, also gleich, Giese ist doch gleich da. Wo ist denn jetzt Dani hin? Ich hab ihn abgeholt einfach. Also ich bin schon mal hier im Skoda Lino.
Also seid ihr jetzt alle da? Nein, wir kommen gerade. Wieso sehe ich euch nicht? Ja, im gelben Auto. Ich fahre gerade auf dich zu. Okay, gut, alles klar. Gut, naja, gut, das können wir zur Not auch machen. Wir können ja die Leute anporten, ja. Guter Tipp, Baxter. So, dann wähle dein Fahrzeug, Giese. Soll ich mich mal nicht im Wege stellen hier? Ja, der Lader ist halt irgendwie ein bisschen besser wie... Ha! Perfekt. Oder hier. So, jetzt führt uns... Was? Warum habe ich das Gefühl, dass wir nach Gorka müssen? Uns führt der Weg zum Teufelsschloss, also zu Devil's Castle. Gott, wo ist das denn? Auf dem Turm findet ihr den nächsten Tresor. Was ist denn Devil's Castle? Das Teufelsschloss. Oben beim großen Airfield, so ein bisschen daneben, so rechts daneben ist das. Ach da! Ja. Teufelsschloss, ach hier. Was, oben auf dem Turm? Auf dem Turm findet ihr den nächsten Tresor mit dem Schlüssel, genau. Weg! Bin ja schon weg. Ich bin schon da. Oh, gut, dass wir das tun. Ich bin gerade vom Turm gefallen. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ja, weg. Das ist auch schon auch so. Machen wir den nächsten auf. Nein, 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 nein. Oh, oh. Da werden sie kommen. So, wo macht es mal von Karte? Ich hab den falschen Ding sein. Da sind sie. So, jetzt. Da läuft das Rennen. Sehr gut. Alle hochkonzentriert. Also bleib erstmal auf der Straße am besten. Ja, das kommt auch noch, keine Angst. Ja. Oh, stimmt, ich einen Weg gehabt doch. Zurzeit Kopf an Kopf rennt Daniel und Dani. Hat sie einen interessanten Weg? Ab Heli. Ah. Und ihr fahrt durch eine rote Mission. Also jetzt nur noch Gizeh. Nein, 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 ich will dich nicht ran. Ja. Hä? Hey, was denn? Kleiner Tipp, fahrt die Autos besser nicht kaputt. Die werden vom Teufelsschloss dann noch gebraucht, ne, zum nächsten Fahrzeug. Hier gibt es nur die Schlüssel. Heli hat's geschafft. Der Heli hat's geschafft? Ja.
Was hat er denn geschafft? Die Reifen. Was für ein Ding? Ein Auto kaputt oder was? Ja, Auto. Die Reifen. Nee, nee, hat sein Auto kaputt. Bist du noch beim Auto? Ja. Tool reparieren können. Ja, bin ich dabei. Ah, gut. Muss es nur gerade finden. Ach ja. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Ach so, weil. Doch. Ja, weiter geht's. Shit. Irgendwie mag mich das Spiel heute nicht. Oh nein. Ist die Karre ganz, Ratze? Ja. Dann fahr du mal weiter. Es macht immer tut tut. Das ist ja aber wirklich, da bist du ja bald schneller gelaufen, ne? Naja. Geht zum Engine. Mein Auto ist ganz zerstört. Oh. Du bist laufen. Hast du noch deine Werkzeugkiste, Ratze? Auch nicht. Kannst du ja wenigstens Fahrrad bauen. Mhm. Geh die weg. Na warte, wir lösen das Problem, sobald ich wieder da bin. Doch, ich kann Motorrad bauen. Ist der dann bau dir Motorrad? Oh, Gott sei Dank, richtige Straße. Yay! Da gehen die Autos ja. Nur halt nicht im Gelände. Ah, merke ich gerade. Also es gibt wie zum Beispiel der Nissan und es gibt ein paar, die der Mini Cooper, die gehen gut auf Rasen. Aber die, diese da eher weniger. Noch mal wieder eine Straße nach da gehen. Hier bin ich. So, jetzt geht's dann. Weißt du, was uns gerade so ein bisschen zum Verhängnis wird, Freddy? Na, was denn? Dass wir so viel geflogen sind immer. Wieso? Wären wir mehr mit Autos unterwegs gewesen, wüssten wir jetzt wahrscheinlich ganz genau die Strecken. Naja, ich schon ungefähr. Auch wieder. Wo sind sie denn jetzt rein? Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Was ist da? Ja. Ich versuche gerade angestrengt wieder auf die Straße zu kommen. Ja, Giese scheint das Rennen zu machen, ja. Ja. Na, hier müsste doch irgendwo mal wieder eine Straße kommen. Du bist auf dem Rasen mit dem Lader. Ja, ja. Schrittgeschwindigkeit.
Ach, ich bin dran vorbeigefahren, ich Idiot. Ich hätte schon längst da sein können. Ups. Das wird schon. Oh, ich sehe den ersten einlaufen. Okay, sie tun mir eingefallen, stirb. Nein. Auf dem Turm. Ich hab dich vorhin abgeholt. Jetzt sterb gefälligst. Oh nein. Nein, nein. Sowas macht man nicht. Alter, das ist auf so ein Sandweg ist die Möhre hier aber auch nicht, ey. Ja, fahr mal meinen hier. Ja, wir gucken mal, wer als nächster das Rennen macht. Ah, Dani, ganz gut. Danach Freddy und Ratze hat aufgeholt. Cool. Sehr gut. Jetzt ist bald zwischen Freddy und Ratze aufs Kopf und Kopf rennen. Nee, das Motorrad ist leider schneller. Ah. Ne? Auch auf Rasen. Also im Moment sieht es aus, als wenn ihr eine Kollision habt gleich. Aber das kann auch nur so aussehen. Gut. Dann sehen wir sie gleich hier hochkommen. Auf dem Turm Gisee, ne? Ach, da ist er doch schon. So, dann kommt hast die andere. Hast du Glück, Ratze, dass ich mein Turbo nicht reinhau. Sehr schön. Ja, das Auto von meiner Oma nicht schrotten. Na, jetzt müsste doch mal langsam mal in Sicht kommen hier. Ja, Gise, wähle weise. Irgendwann seid ihr vorbeigefahren. Ihr müsstet doch langsam hier sein. Ah, ne, jetzt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich lieber doch hier lang fahren sollte. Herrlich, herrlich. Kiesi, du bist ganz schön frech für deine Größe. Ja, ja, aber der erste Baxter gebraucht das Auto, ja. Also kann ich es ja nicht hier stehen lassen. Ja, auch nur brauchen, wenn du laufen willst, kannst du auch laufen oder so. Nö, nö. Da kommen sie. Im Auto ist die Post? DHL steht sicher. Für dauert halt länger, ne? Der Berg von Zombies verfolgt. Also irgendwann muss auch mal Daniel hier den Berg hochkommen. Oh, hier schießt einer. Ja. Guck mal kurz, wo er steckt. Ach, da. Auf dem Feld Eier da rum. Nochmal an euch auf dem Turm, ne? Mhm. Und hier sind doch erstmal keine Zombies oder Helis oder irgendwelchen anderen boshaften Sachen. So, dann da kommt er, Daniel. Er kommt mit einer Staubwolke. Yay. So. Gise ist mir schon mal sympathisch, weil er hat, glaube ich, denselben Charakter wie ich. Nee, nee, in jüngerer Form, in jüngerer Form. Ich bin die alte Version von dir. Mein Junge. Ah, ich will sogar schon mal hin müssen. Wo müsst ihr denn hin? Nach Gorka. Ja! So, und jetzt Auto hier abstellen? Ich würde es mitnehmen oder laufen. Wie ihr das wollt. Wo ist denn Schlüssel holen, dachte ich. Auf dem Turm, nochmal. Auf dem Turm gibt's einen Schlüssel. Eine kurze Kippenpause. Können wir es eigentlich schon auf den Weg machen, oder?
Ich würde warten, bis alle ihre Schlüssel haben. Ach, das ist ja. Und genau, es geht nach Gorka. Nein, 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 nein. Ich krieg auf die Gosche hier zu viele Zombies. Kann sein, dass er da euer Fahrzeug quasi upgradet und dann ein besseres kriegt. So, kann ich mir ja schon mal eine Route aussuchen. So, ein Schlüssel. Hä? Tschüss. Ich habe noch eine Markierung gesetzt. So, wenn alle ihre Schlüssel ja haben, kann es dann losgehen Richtung Gorka. So, in Gorka finden wir die Autos wieder auf einem Bauernhof. Beziehungsweise hinter einer Scheune. Großes Gebäude, so ein Scheunengebäude, beziehungsweise eine Halle. Gorka. Was geht? Geh sie von der Verschuss? Wow, ich kriege als nächstes ein besseres Auto. Kann also passieren. Ich habe gelesen, was ich kriege, und es scheint nicht viel besser zu sein. Wieso? Du hast gelesen, was du kriegst? Ja. Du hast schon wieder. Du sollst schon nachschauen, wo das Auto steht. Ja, du hast Schnelles dabei und was Lustiges, Gepanzertes und. Naja. Aha, Radio. Das... Ihr könnt mich mal. Das Los wird entscheiden. Ach, hallo Zombie. Keine Muni. Dann habe ich jetzt den Weg, den ich nehmen wollte. Ja. Sag mal, kann man diesen kleinen Mini-Fernseher da rechts in der Ecke eigentlich auch rauszoomen? Nee, wa? Fernseher? Na hier, das wenn auf der rechten Seite. Ja, genau. Wenn du auf der rechten Seite von der Tastatur STRG und M drückst. Ach, du meinst die Map? Ja, die Kleine da. Gucken wir mal, wo sie stecken. Unsere Helden. Von den Erdbeerfelden. Genau, ach, da oben. Das ist eine Fick auf Sandstraße. Okay, aber ich quer, was fällt vorne, ist er genauso schnell. Was, Gysi wurde getötet? Was? Naja, da war doch Radio da oben. Ah, scheiße. Ah, shit. Ich konnte doch gerade so entkommen. Ah. Ich hatte nämlich auch Radio. Ja. Da sie angepisst waren, da sie mich nicht mehr erwischt haben. Oh, Dani wird geschossen. Ah, von einem Heli. Ja, er ist jetzt auf dich fixiert. Ich sollte nicht so dicht an ihn ranfahren. Oh ja, der schießt auf dich. Ich weiß nicht, wo meine Sorge gerade mehr sein sollte. Bei dem Heli oder bei meinem Tank? Wieso Tank? Der ist halb leer schon. Ui, ja, das müsstest du schaffen. Meiner noch nicht. Aha, ich fahre halt ein Skoda. Verbraucht nicht so viel wie der Lader. Und ihr werdet verfolgt von einem Heli. Ja, der ist aber glaube ich auch da nicht fixiert. Okay. Glaube ich. Wir werden es gleich sehen. Ja? Mich lässt dann Ruhe. Das hieß, kannst gleich im Stream. Der schießt wirklich nur auf Dani. Ja, ich sehe es im Stream. Hat er dich getroffen, Dani? Ein paar Mal schon, aber es ist bis jetzt noch nicht weiter tragisch. Wenn du hier bist und am Straßenrand stehst und einen Daumen raushältst, so. Nee. Das ist nicht verboten, warum nicht? Nimm ich dich mit. Verboten? Falls dein Auto nicht mehr explodieren sollte.
Hau ab, du, so, oder Heli. Oh, ich sehe hier bloß die Leuchtmunition. Runterkommen. Ich werde was später ankommen. Laufen. Bist du dir sicher? Jo. Bis jetzt nicht. Bis jetzt bist du noch gut im Rennen. Wir brauchen ja auch noch Giese. Also, alles im grünen Bereich. Oh, ich glaube, der beschießt mich jetzt. Ja. Giese holt erstmal reich. Ja, er beschießt mich. Ui, was ist denn hier? Ach, Hilfe! Scheiße! Jetzt schießt er auf mich. Oh, ich hab keine. Oh, shit! Das ist doof! Na gut. Das ist doof. Geil, warte mal, wo war die Markierung? Ja, Skoda! Bye-bye! Oma rastet aus. Ich weiß gar nicht, habe ich einen Ersatz-Skoda für dich? Moment, ich muss mal kurz. Nein, er hat mich auch zerlegt. Ah, ich habe dir, gesagt, Ratze, sehe das mal nicht so. Nee, einen Skoda habe ich leider nicht als Ersatz. Leider. Fritte die Karre. Ja, die wird. Muss ich jetzt auch noch laufen oder was? Gegrillt. Ja, ich auch. Ja, Oma wird böse. Ja. Kein Ersatz-Skoda, shit. Und ich habe wieder Opa auf dem Halt. Ja. Aber der Heli hat, glaube ich, schon mehr abgelassen jetzt. Wir müssen hier dann Bauernhof rufen. Ja, Bauernhof beziehungsweise so eine Produktionshalle. Also weniger Bauernhof, mehr so Industriehalle. Okay. Bist du schon da? Nein. 1800 Meter. Dann muss ich die Halle suchen. Wie ist nur aufpassen, nicht, dass hier unsere Mitspieler angerannt kommen und die noch wegsnacken? Das wollen wir natürlich nicht. Alter, was ist denn hier los? Das ist ein Zombie, ja. Das nächste Auto sollte bitte gepanzert sein, aber gut, das bringt auch nichts. Ein gepanzertes ist dabei. Hoffentlich erwische ich das. So, gucken. So, Ratze ist da. Okay. Henry! Ja, ich trinke gleich was. Moment. Also prinzipiell sind Ratze, Freddy und Dani jetzt auf einer Linie unterwegs. Dankeschön. Alles noch offen. Ich sing gleich. Ich ficke euch alle. Oh! Moment. Kommt schon. Entschuldigung. Ist mir gerade so durch den Kopf geschwirrt. Hier ist eine Patrouille. Patrouille. Dein so, Essen geht runter. Ach, das passt noch. Ist noch halb voll. Guck. Autoclaim. Sieht man das? Trinken halb voll, essen halb voll. Wenn ich mich jetzt, hält wieder auf. Ne? Das ist die Patrouille hier. Echt jetzt? Wer seid ihr denn? Das ist noch welche drin. Ja, aussteigen. Das ist Patrouille. Oh, die steigen nicht aus? Ja, weil es eine Patrouille ist. Ach so. Die wissen auch, dass sie im Auto, sicherer sind. Ui, was war das? Oh, au. Sauhund. Okay. Da ich nur einmal essen mit hab, Henry, und trinken, sollte ich damit auch warten, bis rot angezeigt wird. Da
Als Ratze. Ja, bleib doch mal stehen. Ja. Mal irgendwas mopsen? Ja. Ausschlachten? Nö. Ausgrenzen bis zur. Wenn es anfängt zu blinken erst. Ja. Oh, aber hier. Wieso habe ich denn die Toolbox nicht mitgenommen von meinen. Also, ja, weil so viele Zombies da waren, ne? Wahrscheinlich. War ja auch unnormal. Boah. Achso, Mission. Okay. So, guck mal nochmal. Was Stand der Dinge ist. Hm. Bleib gleich. Da rechts Dani. Links Ratze. Ich mit dich. Wie? Hast du deine Werkzeugbank, Dings nicht mitgenommen? Wo ist die denn? Ja, die ist aber in meinem toten Charakter drinne und die Musi, die Werkzeugbank, die so. Er hatte, das war die Musi und die habe ich ja angelassen, weil da so übelste Massen von Zombies kamen. Ah. Ich habe die Musi ja fast auf meine Leiche raufgestellt und angelassen, weißt du. Ratze kam ja dann noch. Ratze kam ja dann noch und hat mir noch geholfen bei den Zombies. Weil die immer mehr wurden. So, mal nur eine Frage. Soll ich euch zu mir holen? Damit wir es jetzt nicht zu lang ziehen, weil es dauert ja doch ganz schön, ne? Ja, nach 2,5 Kilometer laufen ist nicht einfach. Na, ich bloß noch 1 Kilometer. Naja. Was? Ich hab jetzt nicht. Das hab ich noch. Dann hol ich Giese mal her, ne? Giese nicht erschrecken, ich hol dich mal runter. Ich hol dich runter? Ich hol dich mal hierher. Weil der ist am weitesten weg. Giese, Silver hol dir jetzt einen runter. Da ist er. Boah, jetzt ist er auf einmal vor mir. Reich, Cheating, gleich melden. Ja. Admin hier. Ja, Admin. Gysi ist einfach noch so freche Dreie aus da. Wir warten ja auf euch. Kannst du Gysi mal bitte einmal ins Bein schießen für mich? Oh nein, sowas machen wir. Ihr seid so langsam, schreibt da. Naja, ein bisschen Spaß muss sein. Ihr habt's ja gleich geschafft. Dabei habe ich heute früh meine Milch ausgetrunken. Jetzt habt ihr natürlich den Vorteil, jetzt wisst ihr, wo die Autos sind. Ja, mein Wegpunkt ist genau bei Gysi. Also ich habe aber nicht nachgeschaut. Kannst du im Stream? Alles gut. Ach, ist alles gut. Weil ich doch bin eher so, der überrascht werden will, was für ein Auto ich jetzt kriege. Ja. Dani, sag, was für ein Auto hast du als nächstes? Du weißt es ja schon. Ein Taxi. Oh. Ja, es ist dasselbe wie ein Lader. Doch, das gelbe Taxi ist genauso lahmarschig. Na, welche Farbe das ist, weiß ich nicht. Was davor stand, konnte ich nicht lesen. Ich habe nur Taxi gelesen. Achso, na dann weiß ich, dass es der hier ist. Der gelbe. Das ist ein. Boah, wie heißt das? Toyota. Toyota? Das ist ein Toyota. Mhm. Gab's aber noch mal einen, der sah aus wie ein Lancia. Kann. Ja, der Toyota sah auch aus wie ein Lancia. Na, jedenfalls auch schon ein älteres Modell. Ich schieße schon wieder irgendwas. Ich? Zombies. Also. Oh, da ist auch einer. Oh, die Autos. So? Ich sehe Autos. Das ist gut. Ach, da kommst du. Alles klar. Aber es doch noch geschafft, weiter zu werden. Yay! Okay, sie fragt gerade, was der eine für ein Geschütz drauf hat. Ist das ein Werfer? Ja, könnte ein Werfer sein. Ich schieß nicht auf dich, ich hab den Zombie hinter dir weggepustet. Ja, Huhn, renn! Renn, was du kannst! Au! Oh. Die Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen! Ich hab das Quad erwischt. Oh, das Pferd!
Hier, ein Schleicher. Aha. Ise, was hast du für ein? Kriegst du nicht, ärgert dich, ne? Frischschirm. Ise hat geschrieben, er hat das schönste Auto. Ah, ja, das stimmt. Der ist cool. Der ist cool. Na toll, der kriegt hier so ein schönes Auto. Frech. So, da kommt der nächste. Mit Zombies. Ah, ich kann nicht mehr schießen, verdammt. Fragt euch an, okay, da kommt meine Richtung zu schießen. Da kommt der nächste. Und legt sich hin. So, meine kurze Frage an alle, wie wär's mal mit einer Toilettenpause? Kann man machen. Ah, sehr schön. So. Ist das mein... Der Nissan ist mein... Aber der war nie abgeschlossen. Das ist Giese, seiner. Ach so. Oh. Oh, sorry, ich hab dich da im Bein zwei. Das ist Kitty, ne? Hello Kitty, ja. So, was hab ich denn? Taxi hab ich nicht. Den hab ich auch nicht. Kann sein, dass ich dich ins Bein geschossen habe aus Versehen. Guck mal den bitte, ob du blutest, Daniel. Ich blute nicht, ne? Right. Der auch nicht. Ist noch ein Fahrzeug irgendwo? Nö. Moped? Nö. Vorne schon. Moped? Nicht. Abgeschlossen. Ah? Der abgeschlossen. Ich habe ja zwei Schlüssel jetzt einstecken von dem. Wollte gerade sagen, hast du den Schlüssel mitgenommen? Ja, habe ich einen. Hast du jetzt den richtigen? Der ist abgeschlossen. Ich krieg keins. Ich dann schmeiß zwei, mal. Zwei schmeiß Schlüssel habe ich. Schmeiß mal die Schlüssel aus dem Inventar. Keine Ahnung, was da los ist. Normalerweise sind das die Schlüssel von den Autos. Soll ich die bei dir reinpacken? Nee, schmeiß einfach auf die Wiese. Okay. Wurde eh alles entfernt. Den und den. Die beiden. Gut, ausnahmsweise darfst du wählen. Wählen. Also von dem, was noch übrig ist. Was ist denn übrig? Ist der übrig? Moped, ja, der das komische Pack. Klotzding und diese zwei Pickups hier. Ja, ich nehme den Klotz da. Hm, keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, bitteschön. Ja. Ich weiß auch nicht, wie schnell der ist, ne? Ja, weiß ich auch nicht, aber ich finde den super. So. Ach so, Pause. Ja, Pause. Ich bin wieder da. Ach, du bist schon wieder da. Prima. Ja, kannst du weitergehen. Gut, dann geht's nach Staroje zur Kirche. Da was, gibt's wohin? Den nächsten Schlüssel. Staroje. Staroje, wo liegt denn das? Nach unten scrollen. Ja, warte mal, ich kann, ich setz mal einen Marker. Wie, ganz ach, Staroje, da ist es ja. Habt das? Ja. Staroje. Zur Kirche. Zur Kirche. Genau. Aber wir müssen jetzt völlig die Mission durch. Kannst du jemanden mitnehmen, Daniel? Nee. Ja, okay. Jo, auf geht's. Oh, das ist schön schnell auf dem Rad. Was ist das denn? Ups. Oh je. Was mit der Mission da? Ja. Oh, zwei. Ah ne, das ist nur eine Feuer, eine Gasstation. Ach so, die eine Mission. Ui. Ja. Die ist, Ratze hat da glaube ich schon den besseren Weg gewählt. Die geht ja wirklich mitten durch. Irgendwie das Gefühl, dass ich gleich sterbe. Hm, die Chance ist groß. Und willst du wirklich mit durchfahren, Daniel? Oh ja, ich vertraue mal diesem Panzer. Na, ich wäre vorsichtig. Es hat Räder und die Mission hat... Naja, Minen. Aber hast du gesehen, an der Seite von den Rädern ist auch Metall. Ja. Aber dein Kopf guckt oben raus, ne?
Das ist deiner, meiner nicht. Was? Ich bin drin in dem Teil, also. Du guckst. Nein. Du. Da sind sie. Boah. Gas, gib Gas, gib Gas. Ja, schneller geht nicht. Au, irgendeiner hat sie getroffen, ich glaube mich. Aber mir hat da nichts angezeigt, von wegen Minen bei der Mission. Alter. Brettert der voll durch. Hui. Hui, hui, hui. Muss ich gleich verbinden. Ja, ja. Shit. Aber das ist ja ein niedliches kleines Teil, ne? Ja. Hä? Ach, ich bin voll falsch gefahren. Oh nein. Ja, Freddy, der blutet. Ich verblute. Nein. Wo haben wir sie denn alle? Giese ist da hinten im Wald, das sieht gut aus. Freddy hier, Dani ist. Voll falsch. Ist nicht falsch, nö. Ne, dann sind wir auch falsch gefahren. Ja. Wo will man eigentlich hin? Ach, umdrehen, da runter umdrehen, 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 Freddy. Oh shit, wir sind wirklich falsch gefahren, wir müssen zurück. Wieso? Weil du hier runter zur Küste fährst. Wir müssen in dem Kaff, wo die Mission ist, müssen wir abbiegen. Oder so. Freddy blutet. Hast du dich eigentlich inzwischen verbunden? Ja, ja, und Blut habe ich nur gegeben. Okay. Herrlich, herrlich. Als das erste. Echt? Also noch nicht da, aber wird erste sein auf jeden Fall. Oh, da muss ich mich nämlich beeilen, weil der Tresor ist noch nicht offen. Ich sitze ja bei Freddy im Auto. Naja, keine Panik. Ah, Ratze den richtigen Weg gewählt. Cool. Nicht schlecht. Oh ja, oh ja. Das sieht sehr gut aus. Das Quad ist gar nicht so schlecht, Ratze, oder? Ja. Sauber. Ist der? Also gerade wenn du so querfeld einfährst. Motorrad kann richtig auch auf Rasenspeed kriegen. Richtig, und das zählt ja auch für dieses Quad. Das macht ja auch ganz schön Bambule. Ich sehe den Wald voller Bäume nicht mehr. Dann lässt er mich kurz mal... Ah, ich kann abspringen. Hui. So. Wie gesagt, in Staroje an der Kirche. Ne? An oder in? An der Kirche. Also die Kirche ist nicht begehbar. So, erstmal aufgeschlossen. Komisch, dass das mit dem Schlüssel passiert ist. Hm. Mojo. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, das heißt Vampir. Aber ich bin mir nicht sicher. Yep. Und ja, was wird der erste sein? Danach wird es ein Kopf an Kopf rennen, Dani und Giese. Freddy ist im Moment noch hin. Ich denke, Giese wird vor mir da sein. Weiß aber nicht, wo die Kirche hier ist. Man muss ja mal auf die Map gucken, beim Kreuz. Also, beim Kirchenkreuz. Ja.
Genau, dann haben wir doch alle hübsch beisammen. Jude Taxi! Oh je, jetzt geht's los. Na, wer ist denn da vor mir? Jetzt muss ich vorbeifahren. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Richtig, Herr Reuter. Ist mir safe hier. An der Kirche. Du warst schon ganz warm dran. Also nah dran, warm dran. Ja, 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 ja. Liste abstreichen. Ich glaube, ich höre Daniel. Da kommt er angetuckert mit seinem komischen Vehikel. So. Und du blutest aber wie? Ja, ja, das ist ein Bug. Ach so. So. Da ist aber kein Schlüssel mehr drin jetzt, ne? Ich glaube, ich habe den letzten gekriegt. Nö. Nicht sein, da müssen aber, 7 dabei. Hm? Ich habe gerade geguckt, da sind 7 drin gewesen. Ach, ah, weiter, ja, alles weiter unten. Ja, ja, weiter unten. So, fehlt noch Dani. Ist das richtig? Ja, ja. Taxi kommt da schon. Das Taxi kommt. Spannend, wo es jetzt hingeht. Ja, ich hoffe, jetzt ist hier mal ein bisschen mehr Glück. Wo ist denn ja der Tresor? Da, unter der Treppe. Ist, wenn ach, der Sachse mit dem Boot umkippt. Gendern, ne? Wir sind gegendert. Gendern. Gendern. Immer halt mal den Schlüssel. Lecker. So, die nächsten Fahrzeuge findet ihr im Elektro, also Elektrohafen. Also Stadt Elektro, der Hafen der Stadt, im Stadthafen. Elektro. Elektrohafen. So, und Daniel, ich komme wieder mit dir mit. Wo ist er denn? Da. Hinten. Ah, stimmt. So, weil jetzt brauche ich nicht vorzuhüpfen. Jetzt könnte ich ja ganz getrost mitfahren. Oh, ich reise. So. Was ist los, Stau? Wie soll er losbrettern? Ehrlich, ehrlich. Was ist das denn hier? Ach, das sind Ballen. Alles klar. Silver, du guckst oben raus. Nein, ich bin safe. Ich guck raus. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, das war jetzt glaube ich gar nicht so weit, ne? Ist noch vorher? Nö. So die Hauptstraße nee. Runter. Genau, genau. Ich glaube, diesmal habe ich nicht geguckt, was ich kriege. Ja, ist jetzt hatte ich nur Pech, jetzt kann ich nur mal Glück haben. Vielleicht weil du immer geguckt hast. Deswegen, ja, das kann sein. Ja. Oh, dieser kleine Panzer hier, den finde ich irgendwie cool. Ich muss recht mal gucken, wie viel Slots der hat. Kann ich das von hier aus machen? Ah, schade. Der hat nur 60. 12 Waffen, 60 Inventar und 50. Naja, gut, kannst aber erweitern, ne? Okay, geht das bei allen Fahrzeugen, ja? Ja, ja, bei Landfahrzeugen. Okay. Also hier bei Autos, LKWs, Helis. Der ist irgendwie putzig hier. Ich weiß, ich mag den. Ja. Und an Freddy's Stelle hätte ich den ehrlich gesagt auch genommen. Und ich war einfach nur mal neugierig, weil ich habe die gestern nur hingestellt, ich habe die nicht ausprobiert. Wollte nur mal wissen, wie der fährt.
Oh, das scheint gar nicht so übel zu sein. Ups. Ach ja. Also wir steigern uns jetzt mit den Fahrzeugen, dann werden sie nochmal richtig schlecht und naja, so ein Auf und Ab. Wo geht's denn dann eigentlich hin? Ah ja. Hälfte haben wir ungefähr. Ja, der Nissan, der ist schon schnell auf Straße. Ja, ja, die gehen schon gut ab, diese Hello Kittys da. Oder auch nicht Hello Kitty. Ich glaube, wir sind die Letzten, ne? Ja. Oh, 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 aber richtig weit abgelegen. Alter. Ja, ich gebe Vollgas. Also. Ja. Ja, jetzt hier Straße, das sind die PKWs Vorteil. Ja, der hat ein bisschen mehr Vorteil auf Rasen. Also. Richtig, richtig. Da ist er wieder schneller. Aber spaßenshalber könnte ich ja eigentlich auch mir ein Auto nehmen, was keiner nimmt. Das ist für meine Zuschauer zu langweilig. Die sehen ja das immer nur von meiner Seite aus. Dafür hat mein Fahrzeug natürlich Vorteile, wenn KIs auf die Autos schießen. Wenn jetzt, genau. Nein, ich bin kaputt. Was? Kaputt? Ja. Wo bist du denn kaputt? Ach so, du bist schon in Elektro, oder bist du? Das ist aber sehr freundlich von dir, Gysi. Guck, Mitfahrgelegenheit ist doch schon da. Hä? Die kann man nicht einstellen? Vielleicht falsche Seite? Aber bei manchen Autos muss der Fahrer auch raus. Aber ja, das ist manchmal ein bisschen. Dankeschön. Verbrennt was. Hab die Kurve nicht richtig gekriegt und gegen den Laternenpfeiler gefahren. Shit. Passiert. Ah, da qualmt. Ja. Ach, ist das vielleicht Dani? Das könnte sein. Immer diese Raser, ne? Ja, ja. Ups. Weiß nicht. Die Rauchwolke doch. Das könnte es dir sein. Okay. Das war die zweite Kurve in der Stadt drinne schon. Na, nicht so weit weg. In der Stadt drin raucht's ja auch. Achso, ja, dann bin ich das. Ja, ja, wir fahren gerade in die Stadt rein. Ups. Ja, wir sind ja im Hafen. Ja. Ja, das ist er. Da steht das Taxi und qualmt vor sich hin. Ja. Herrlich. Ach, da hinten, glaube ich. Fahr mal bis ganz nach hinten durch. Ja, da sind sie. Ist der. Ach Gott, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kriege jetzt einen blöden Bus. Hier das kommt der dann Zug. Weil sie nicht der Checkpoint. Nee. Er ist schon mal nicht. Ach, hör doch auf, Alter. Was hast du denn? Was ist denn das hier? Ey, ich raste aus mit den Schmissdingern hier, ey. Schon wieder in die Kacke gegriffen. Wieder diesen Dreckslader erwischt. Echt? No. Das kann doch nicht sein. Rinter. Ah. Genau. Kann doch nicht sein, ey. Bist du scheinbar ein Slider-Fan? Nee, eigentlich nicht. Hab den Bus erwischt. Wieso will der hier nicht fahren? Keine Ahnung. Ach so, ich dachte, du fährst nicht. Das ist das Auto. Ah, jetzt. Wer weiß. Einen Gang nicht gefunden, wa? Scheinbar. Fahr mal rüber auf die Straße, auf die richtige Straße, mal von dieser Kaimauer weg. Weil ich weiß, mit den Kaimauern gab es immer mal, die Zombies laufen da auch nicht gerne drauf. Oder sind früher zumindest nicht gern drauf gelaufen. Oh hier, er klettert erstmal auf den Kran. Der Kran-Zombie. Viel Spaß bei dem Bus. Der ist übelst mit Lenken und so. Na, das ist aber der gepanzerte Bus, ne? Also, so. Das ist der gepanzerte Bus. So. Huch.
Nee, da wollte ich ja gar nicht erst hin. Guck ich hier. Da wollte ich doch. Ja. Nee, das ist Gizis gewesen. Ich hab da gerade aufgeschlossen. Echt? Oder Gizi hast du aufgeschlossen? Warte mal, Schlüssel 32F. Oder hab ich mich jetzt verguckt? Das nee, kann sein. 32AF. Den hab ist ich deiner, aufgeschlossen. Ja. Ah, dann hab ich mich vertan, Entschuldigung. Achso, das ist deiner. Ach, guck mal, Gizi hat einen Humvee. Ja, warum habt ihr mal alle so ein Glück und ich krieg die Drecksmöhren hier? Nimm doch hier meinen, den anderen da drüben, den ich gerade hergefahren habe. Nö, das geht ja nicht. Das ist ja jetzt erledigt. Ich wollte gerade sagen, das ist ja durch. Ja. So, wo müssen wir denn hin? Oh, sorry. Wir fahren nach Stary Subor. An der Kirche findet ihr die nächste Kiste oder den nächsten Tresor. Stary. An der Kirche. Starry. Ja. An der Karte gibt's kein Starry. Klar, das ist so boah, safe da wo so. Der Trader ist, safe so. Ne? Ungefähr Kartenmitte. Ich will mal an so die Kanone will. Setzen und dann. Da oben ist der Händler. In Starry. Na. Ah, was machst du? Frech. Was heißt? Ich mal weg. Gefunden, Ratze? Ja. Okay. Ja, hier ist eine Ziege. Das war laut. Wenn er bei dem Teil hier eine Granate reinfliegt, ey. Ja. Das war auch nicht froh. Was seid ihr denn? Ach, ihr fahrt alle verschiedene Wege. Interessant. Ich nehme den einzig wahren Weg. Na, no. Atze hat gar nicht den Küste. Gepanzerten Bus. Du hast den. Nee, der hat den normalen. Ach so. Ich dachte, wieso fährt denn Ratze nicht los hier? Ach du lieber Gott. Na gut. Taxifahrer. Ach nee, er hat ja jetzt Ladertaxi. Bei mir die Kanone geladen. Sehr schnell. Ich denke ja. Bin mir auch nicht sicher. Ja, Daniel, mecker noch mal über Lader, ne? Mach ich trotzdem. Bis nach Stary hast Sand du nur... Na, du hast nur Straße bis nach Stary. Sobald hier mal ein Stück Sandweg oder so kommt, ist vorbei. Wir machen das, ja. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Wo sie sind? Folge mir. Den Weg kenne ich auswendig. Oh, hast du den Bus gerade gesehen an der Seite? Was war das? Gepanzerter. Ach so, du warst das. Bist du dir sicher, dass du den Weg kennst?
siehst du Daniel noch? Wir haben gerade abgebogen, ja. Ja. Sorry. Brettert er leider erstmal vorbei. Schick. Muss nur ein zweiter Fahrer hier drin sein, eine Kanone. Nein, Starry steige ich dann bei dir mit ein. So, ein bisschen rumballern. Oh, hier sind noch 50, ne? Irgendwo eine Rande auf. Feuer frei! Mal wieder Stress mit dem Pulli. Den du gerade fährst, ist das auch, wenn du längst bremsen? Ja. Ich höre nämlich dieses Tritt. Also da musst du schon hier einlenken, so quasi, du musst lenken eine halbe Stunde vorher, bevor die Kurve kommt. Und jetzt habe ich es nicht geschaltet. Ich bin ins Haus gefahren. Ja. Das war schön. Kurven sind für Busse nicht gut. Wir können die Stunden Pause machen, aber wie dauert's? Ja, wir sind auch noch nicht da. Das ist doch ja. Da fällt ein vorne, Kollege. Ach. Nein, Missionsgebiet. Cool. Na, da bin ich ja froh, dass ich einen eingepanzerten Fahrzeug sitze. Ich hab hier den Lumpensammlerbus quasi, also. Hab da ein paar Plätze frei. Gut. Wenn ich jetzt nicht. Ups, warum? Schon jemand da, nehme. Du schon da? Nö. Was ist denn das? Da liegt wieder auf der Straße. Oder? Ja, aber ziemlich viel. Ja. Ui. Easy ist da. Oh, warte. Easy, Junge, du bist einfach besser als wir. Seid ihr schon durch Belarus? Da. Alles klar. Noch wegexen. Einmal muss weg. Ach so, ja. Herr Wendgiese, ich muss ganz fix den Ding drauf. Jetzt verstehe ich erst. Sie ist einfach schneller. Ui. Du schießt was. Der Gysi ist von Elektro nach oben. Da gibt's ja auch den Weg. Den. Ja, so, das nächste Mal renne ich Gysi hinterher. Aber ich sowas auf. Liebe Mission. Gysi, wo bist du? Bist du noch hier irgendwo? Nee. Stich aus Versehen. Ui. Der Zombie. Da. Alter. Aua.
Wow, wow. Wer schießt denn da? Au. Wo schießt das? Ach, da hinten ist eine Patrouille. Alter. Da schreit einer. Ich steig schon wieder ein. Alter, wo schießen die denn? Ach, da oben. So, Bot ist tot. Alter Schwede, das nenne ich mal ein Schlachtfeld. Nee, schießt noch einer. Das nenne ich mal ein Schlachtfeld hier. Das Gieß ist auch tot. Was ist denn hier los? Radio, alles klar. Überfahre ich, mein Freund. Upp, aha, Knochen gebrochen. Muss Himmel, sein. Irgendwo schießt hier noch einer. Oh. Oh, die ist tot. Hier ist die ihr Patrouillenauto. Ah. Der Böse? Au, das bin ich! Ach so, Entschuldigung. Ist der Böse? Silver Max, magst du Gysi und mich zu dir holen? Ja. Wir lassen mal gucken, dass es ja nicht mehr schießt, aber im Moment schießt es nicht. Ich habe Radio übrigens. Rettet mich mal bitte, Gysi, wo bist du? Bist du noch zu retten oder? Nee, Gysi ist schon wie spawned. Ist nicht mehr zu retten, okay. Ah, da ist er doch, da vorne. Hallo. So, wie sieht's aus mit Ratze? Wo bist du? Komm, ich schütze euch hier so von der Seite. Ah, Radio habe ich. Radio ist immer noch da. Aha, was davon ist denn jetzt meine Leiche eigentlich? Ach, der da. Ja, Radio ist noch da. So, ich stelle mich mal hier hin. Pass auf, da drüben. Ach nee, das ist ja wieder. Okay. Bin ich. Ah, bist nie in der Gruppe, ne? Das stimmt. Mhm. Aber ihr könnt mich auch einladen, das ist jetzt eigentlich auch völlig egal. Wer ist denn hier? Ratte, lade mal Silver ein. Bin gleich wieder da. Ah, hier ist er, hier ist er. Ich da war der auf Toilette, hier. Ja. Ja. Jo. Schon mal ein Beut. Alter, was ist denn los? Ich hoffe, ich habe mir jetzt aus der Stelle ausgesucht. Tichy? Schossen. Wie viel haben wir denn das eigentlich schon geschafft? Es gibt, ich halte jetzt noch, wir sind jetzt in Starry. 1. 2 Kisten noch und 2x Fahrzeuge. Dann sind wir durch. Okay. Also schaffen wir das am Ende 4 Stunden, brauchen wir uns keinen Kopf machen. So, wieder da. Es dauert aber schon mal länger als ich dachte. Aber gut. Ist auch schade, wenn es zu schnell vorbei ist. Alter. Diese ist auch gleich da. Gysi, sag ich schon, Ratze. Was sagst du? Ich komm's gerade ganz hackerig rüber, ich versteh's. Alter. Was ist denn los? Meine Güte. Der Bus ist kaputt. Okay, wieso das? Ein Reden wird woanders noch getroffen. Und gleich wieder da. Alter Vater, was ist denn hier los, ja?
Die Zombie-Allee heißt jetzt diese Straße. Ja. Boah, Mensch. Nee, Ratze, ich war ganz kurz AFK. Nicht so kurz. Blase leeren. Schnell zum Rundschrauben. Komisch. Jetzt ist er wieder scharf oder wird schärfer. Seltsam. Ich glaube, das sind einfach zu viele Zombies hier. So. Ist da ist er wieder. Ach, jetzt kommt auch noch ein Heli. Ah, es ist doch nicht wahr. Hast du auch mein Auto? Himmel! So, du sitzt noch. Bist du noch im Bus, Ratze? Dann bleib mal stehen. Ja. Der Bus ist im Arsch. Ja, sieht aus, als wenn er schon wieder rausgekommen ist, ja. Alter, wir sollten uns jetzt beeilen, weil... Hast du den Tresor gefunden, Ratze? Kirche. Kirche, geradezu, immer noch. Geradezu. Oh, ja, ja, ja. So, nimmt jemand Ratze mit? Dann machen wir hier einmal so. So. Kann er bei mir einsteigen, wenn er möchte. Oder bringt so, es. Müssen wir denn hin? So, die wilde Reise geht nach Tscherno und wieder zur Kirche. Was nach Tscherno? Wo ist das? Tscherno. Tschernogorsk. Hier ist da. Am. Auch wieder in Wassernähe ist die Kirche. Okay. Ach, ich folge einfach Gisi. Der wird schon wissen, wo es ist. Der Schwede. Wasserkar, ja. Sieht aus, das ist die Straße der Leichen jetzt, ja. Ja. Alter. Zombie-Allee. Richtig. So. Wir porten uns mal, ich bin mal so frei. So. Ich mache hier mal einen ganz kurzen Cut und bin gleich wieder da. Jetzt muss ich nämlich mal wohin. Hallo Jungs. Bei der Mission hier, ah, ganz ruhig. Oh, die Kiste ist ja an der Straße. Wie verlockend. Ich hab das jetzt auf der Karte nicht gefunden, ne? Sie muss jetzt stumpf Gysi hinterherfahren. Hier ist auch ganz schön zügig anscheinend. So, wieder da. Baby. Kirchen,
Du, ihr seid zu leise. No. Konzentration. So, ja da, alles klar. So, was haben wir denn hier für Fahrzeuge? Die sehen gar nicht so schlecht aus. Also der Duft war echt der Dampf hoch runterzufahren. Ich habe nur runtergefahren, was? Da bin ich gut gefahren. Freundstück. Hoch runter die Berge. Ach so. Das ist teilweise bei 8 Kilometer. Also hier in Tscherno erwarten euch Autos, die, glaube ich, schneller die Berge hochfahren. Oh, würde ich mal machen. Da ist Bad drauf. Oh, was ist da? Ein bösen Bot. Ein bösen Bot. Oh, das sind noch welche. Nein, mein Auto ist kaputt. Ach Mann. Was machst du denn? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe hier erstmal die Drecksautos. Aber ich kann mir ein Motorrad bauen. Ach so. Komm rein. Regel alles an. Gut, danke. Ach, die Beichte. So. Hallo, Sünder. So, gucken. Was sehe ich denn da? Freddy nähert sich als Astra. Uiuiui. Danach hätten wir Ratze. Ratz und Giesel sind in dem Auto. Und dahinter ist der Andi, genau. Ja gut. Dann geht's ja gleich los. Kommt herein, meine Kinder. Willst du auch noch ein Gebet abgeben, Freddy? Nee. Der Pfarrer ist gerade da. Die Ungläubigen liegen alle vor der Tür. Ah ja. Tja. Weicht. Ja, meine Kinder. Ja. Die Kinder sind müde. Wieder ein Tag, wieder andere. Ach ja, das Leben als Pfarrer ist verdammt hart. In solchen Zeiten. Guck mal auf mein Beske. Ja, genau. Aber es Pirat. Ist ja. Totenköpfe. So, jetzt will ich aber wissen, was für ein Auto ich habe. Ja, ich bin mal gespannt, welches du dir ausgesucht hast. Nein. Ja. Echt? Wieder ihn hier. Naja, das ist auch diesmal ein anderes Modell. Wenigstens. Okay. Das sieht aber gleich aus. Nur andere Farbe. Ja. Ja. Ah, also wenn man Zombies in den Hintern schießt, sterben sie. Der Mini Cooper, der ist gut. Ich weiß. Den bin ich schon mal gefahren. Ja, Gysi, guck mal, hier sitzt schon einer drinne. Gysi, hier sitzt schon einer drinne. Ratze auf. Ah, ich hab diesmal was anderes. Ah, eine SUV hast du. Und Gysi hat den anderen Panzerwagen. Ich hab doch gesagt, ein besseres Auto. Der Ladefluch ist vorerst gebannt.
So. Alle bereit? Ja. Yep. Wir fahren nach Zelenogorsk zum Kaufmann. Zelenogorsk. Mhm. Wo ist denn da der Kaufmann? Groß. Am Ortseingang. Ach Quatsch, sei ich falsch markiert. Ist ja da. Am Ortseingang ist so ein Kaufladen. Ja, ja. Wo ist die Rede? Blink, blink, blink. Wir räumen ein bisschen auf. Oh, ich schmeiß den Ort nicht. Was? Ich finde den Ort nicht. Map, Zelenogorsk. Links an der Küste. Warte mal, wir können. Kann jemand mal einen Marker setzen? Nee, kann alle fahren, glaube ich. Da muss ich ja anhalten. Ach so. Elektro. Zelenogorsk hier. Wie war das nochmal? Wie setze ich einen Marker für alle sichtbar? Mit rechts Doppelklick. Ah, ja, da muss ich erst das Ding ausmachen. So. Mit rechts Doppelklick. Was ist links? Da links. So. Hier ist, ich habe jetzt einen, ich habe jetzt einen drauf gesetzt. Ein Kreuz, ein schwarzes. Ich hoffe, ihr seht das. Also ich habe nicht auf den Laden gesetzt, nur auf den Zerlehnungsausgang. Mhm. Also. So. Wir werden mal gucken. Der Licht steht auf mich. Ja. Wir machen mal kurz nach oben. Vollbauspur ein bisschen auf. Die Schlüssel, die er da bekommt, die sind ganz interessant. Für ganz spezielle Fahrzeuge. Sind aber noch nicht die letzte Schlüssel, oder? Nö. Dachte ich, ich mache die ganz speziellen Fahrzeuge mal so ein bisschen kurz vor Schluss, damit alle nochmal so richtig Emotionen kriegen. Ach Gott. Ist ja auch nichts Schlimmes. Was denn? Nein. Das ist ein toller Auto. Stimmt jetzt alles nur noch so eine Lada. Tolle Autos. Nein, nein, nein. Alles werden mir Taxis. Ihr werdet mir dankbar sein. Ihr werdet jubeln. Und frohlocken. Und jauchzen. Und fluchen. Okay. Ich hasse. Ja, ich glaube schon. Was denn? Ja. Ach so, richtig. Oh, Daniel im SUV. Ne, Dani im SUV. Es macht scheinbar das Rennen. Muss ja auch mal gewinnen. Alles gut. Nach den ganzen Ladas hier. Eigentlich gewinnen ist ja relativ. Ne? Es bleibt ja bis zum Schluss. Genau. Muss ja auch mal bei einer Station der Erste sein, so. Das ist der Vorteil. Ja, Tresor ist offen. Sehr schön.
Mama, also komm. Ach. Ach, ist das hier schon? Geht mal besser als der Bus. Das glaube ich. Nee, hier ist das nicht, oder? Nee. Was suche ich eigentlich? Einen Laden oder was war das? Ein Laden, genau. Bin ich doch hier richtig oder nicht? Sieht gut aus. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich hier gar nicht aus. Ich sehe einen pinken SUV. Ach da, hallo. Tresor. Der ist aber in dem Laden hier drin, ja. Mhm. Genau. Ach, hier. Mhm. Dann kommen die Spezialfahrzeuge. Also. Da kommen wir. Genau. Genau. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hey, Kopfdruck zu viel? Achso, nee, halt, warte mal. Ja. Ja. Will? Ah, sag mal. Ja. So, dann nehmen wir mal. Was macht er denn hier? hallo? Alles gut, Zombie? Er ist gerade nochmal hochgegangen, so. So, alle da eigentlich? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ja, warte mal, fehlt noch. Oh. Okay. Aber, also ist er so weit gar nicht mehr weg. Nee, so weit ist er nicht mehr weg. Alles gut. Sehr schön. Die ganzen Bewohner der Stadt hier oder Dorf kommen hier an. So, ich würde jetzt gerne bei jemandem mitfahren. Freddy, mit welchem Korn fährst du? Mit dem grünen hier, gell? Ja, ja, hier vorne. Dann. Kann ich. Ist aber schnell weg. Ah, jetzt hat es mich wieder aus dem Spiel geschmissen. Was ist denn nur los? Hm, keine Ahnung. Bei mir sitzt du noch neben mir. Na, gleich nicht mehr. Ach, schnell rein da. Hast du Farbe an? nö. Okay. Naja. Also seitdem ich die Farbe nicht mehr anmache, werde ich nicht mehr rausgeschmissen. Ich denke mal, das liegt an dem Admin-Tool. Ja, das kann auch sein, ja. Nicht schlimm. Na Peter, was ist das? Kennen wir schon. Was draußen? Ja. Fein. Schön. Ich sitze bei dir immer noch im Auto. Nee. Mal gucken. So, wo ist jetzt der Safe? Ist nur Laden. In der Kaufhalle hinten. Komm her. Ja. Ah.
So. Okay. Wo geht's hin, Herr Spielermacher? So, es geht nach Lopatino. In die große rote Halle. Ich war mal so frei und hab mal einen Marker gesetzt. Was, Lopatino? Ich sehe da kein Marker. Lopatino? Hab aber eingeführt. Muss ich mal nochmal raus? Wieder rein. Nö, große stimmt. Ich sehe ihn jetzt bei Freddy auch nicht, lustigerweise. Nö. Magst du nochmal setzen? Kann ich nicht. Ich bin gerade wieder beim Relocken. Achso. Lopatino, das ist so ein bisschen links die Map hoch, also auf der, wir bleiben über Zelenogorsk ein bisschen hochwärts. Ja. Neben dem Flug, links neben dem Flugfeld. Ja, hoch. Ach, ja. Marker bitte. Lopatino, warte mal. Große rote Halle. So, warte. So, die vorletzte Station. Yay! So. Ich hab Marker, ne? Freddy hab ich gesetzt, Ratze. Ja, sehe ich jetzt. Okay. Dann wirst du von dem Gysi angehupt. Au, schwarzer SUV, hau ab. Lustigerweise hast du mich stehen lassen und ich sitze aber doch im Auto. Ja. Ist das doof? Ist das doof? Also, mit. Ja, aber eigentlich auch nicht. Zentriert Auto fahren hier, gar nicht so einfach. Ja, jetzt nicht so weit weg. Schon wieder Missionsgebiet hier. Ja. Das wird sehr langweilig. Naja, bis jetzt hatte ich immer Glück bei den Missionsgebieten. Fahrzeuge, die anderen haben sie noch nicht gesehen. Gucken wir mal, wo sie sind. Da sind sie. Ja. Ja, nie gefolgt von Isee. Danach Ratzau, wo ist Freddy? Doch da. Ja. Andere Strategie, okay. Hau ab, die Mission. Jetzt, wo ich aus dem Bereich raus bin, brauchst du mir nicht beschießen, ja. Das ist schon wieder die nächste Mission und noch eine und ach ne, das sind Supply Drops. Okay. Zombie rum, jetzt nicht mehr. Oh oh. Oh oh. Das klingt nicht gut. Wie hieß die Stadt? Lopatino. Oh, da ist auch ein Marker. Ach, hier. Genau. Sehr gut.
Dann musst du der Erste sein, der die Überraschungsautos sieht. Ich hab's beim Vorbeifahren schon gesehen. Ich sag doch, ich hasse dich. Nein. Oh, du schießt was. Ja, ich krieg's auch gerade mit. Ach, der Heli des Bösen, der Heli des Bösen. Ja, da kann ich nicht mal was gegen tun. Easy, Mensch. Altes Haus. Was ist das? Ist das Geschütz von Giesi nicht bewaffnet? Schon. Ach, das hat keine Munition. Das ist ein Zombie. Yay! Hey, die Bumme macht. Und Heli wie auf nicht Heli. Zombie, wie oft soll ich noch auf dich schießen? Wir gefunden. Einer. Eins. Der ist cool. So, ich guck schon mal, was ich für ihn hab. Hat aber auch schon einiges einstecken müssen, der arme Trecker. Ah, diesmal hab ich eine hübsche Farbe. Diesmal habe ich eine hübsche Farbe. Du willst mich doch ärgern mit den Ladern, ey. Ich wusste ja nicht, dass du so Lader-Freak bist. Dann hätte ich das, dann hätten wir das alles mit Ladern gemacht hier. Wupp. Ja, wo bleibt der Rest? So, dann kommen wir auch schon zum vorletzten Safe, ja, vorletzte Station. Jawohl, ja. Uiuiui. Dann wird's zum Schluss wird's ein Rennen. Wer dann zuerst bei mir ist, also die ersten drei, die bekommen noch ein kleines Goodie. Zum normalen Preis. Aber dann ist auch alles gleich. Also bei der letzten Station ist wirklich alles gleich. Also dann gibt es für jeden dasselbe Auto. Und nein, das ist nicht gemein. Ach so, das meinst du. Naja, na, das kriegen wir schon hin. Keine Angst. Also, das kriegen wir hin. Oder war hier schon einer drin? Das stimmt, das wäre fies, ja. Nee. Das regle ich schon, keine Angst. War hier schon. Was wird geregelt? Weil Giese gerade schreibt, wir sind ja vier und einer wird ja kein Goodie kriegen, das stimmt. Oh, stimmt. Das kriegen wir hin. So. Wer hatte denn hier das Polizei, Giese, du? So. Okay. Ja. So, ihr sagt, wenn ihr bereit seid. Oder sind wir alle da? Wo rennt ein Ratzel hin? Ja, ich suche den Safe. Ne, hier gibt es kein Safe. Die Autos. Oh. Hier geht's um die Autos. Den Safe hatten wir doch beim Laden vorhin geholt, wo ich dir gezeigt habe. Richtig. Wenn jeder sein Auto hat, sagt er mir Bescheid. Easy hat Razzard aus 1. So, dann sehen wir uns in Crescino auf dem Bauernhof. Ach, Crescino habe ich doch schon mit aufgelesen. Wo ist denn das? Genau, nee, Erdfield. Ach, da. Jupp. Hier Erdfield. Gut, wo ist Crescino? Auf dem Bauernhof? Auf der anderen Seite. Noch? Das ist in der Nähe vom Erdfield, aber wir sehen uns da auf dem Bauernhof. Das ist kein Fahrer, okay. Oh, sorry. Ist nur Blechschaden. Der hat auch keinen Fahrer. Weg.
Und der hat auch keinen Fahrer. Mach's weg. So. Diese Lader sind so frech. Aber wenigstens habe ich immer eine schöne Farbe diesmal. Oh, ihr schießt wer? Aber wetten, dass der Lader wieder der einzige ist, den ich zerlege? Aua, 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 ich werde beschossen. Ich auch. Das hört sich an. Automatische Schuss. Schnell weg hier. Wer fährt denn den weißen Lader? Bist du das, Dani? Oh, hier ist der. Weiß ja. Nicht, ich fahr so einen blauen. Der hat geschossen hier, die Sau. Wer fährt denn den weißen? Ich fahr einen roten. Okay. Oder soll das hier weiß sein? Ich würde sagen, das sollte Kies sein. Du wirst den Admin nicht überholen. Frechheit. Ach ja. Träger fahren macht Laune. Wer fährt den roten? Ich. Platz. Hey, der ist der Bauer. Gibt's ja wohl nicht. Bauern hier von der Straße schubsen oder was? Wir haben keine Zeit für Träger. Jawohl, der ist ja voll. Der geht ja voll ab. Ich liebe ihn. Aber ein Treckerrennen machen wir auch noch. Also, das sind wir dem Spiel schuldig. So eine gemütliche Fahrt hier, ne? Mit Lader. Ui, 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 ah, die DDR-Zeiten waren die beliebt. Tschüss. Immer so frei. Oh, der Rote steht auf meiner Abschlussliste. Mach ihn fertig. Ich bin auf dem Weg. Nein, das war die Polizei. Nein, die Polizei ist lieb, die hat nichts gemacht. Aus dem armen Bauer Lindemann einfach einen Träger angeditscht. Daniel! Wahrer Flucht! Gegen Busch gefahren? Oh. Ja, jetzt hat er mein Auto zerlegt. Oh, nein, sorry, oder? Tut mir leid. Erinnerung am Spiel hier. kannst du einsteigen? Weiß ich nicht, hat er einen Beifahrersitz? Nö. Warte, dann fahren wir den weiter. Er ist aber auch schon angeschlagen, ne? Und ramm Daniel, bitte. War das nicht? Mach doch. Der Bauer Lindemann ist böse. Also. Das ist unfair. Bauer Lindemann ist ein Gebiss. Unfair ja, aber irgendwie schon lustig. Und solange wir eine Lösung finden, ist doch alles gut. Halt. Echt, jetzt hier steht. Nein, das ist ja nicht wahr. Geil. Nee, das war ab. Rammt er mich voll in die Mauer rein, ey. Ja, was parkst du da? Ich muss auf die Karte gucken, muss doch wissen, wo ich hin muss. Ja, Alter, ich werde beschossen. Ups. Oh, jetzt nicht mehr. Ich bin nochmal davon gekommen. Also. Ich hab's auch schon gut mitgenommen hier, der Crescino, ne? Freddy, also. Ja, ich mach einen Umweg. Gut. Ich bin im vierten Platz, ich hab mich verfahren. Alles gut. Ne, ist ja noch nicht vorbei, also alles gut. Noch nee. Ist es nicht vorbei. Ich bin auf dem Feldweg. Ich stehe nur wo, beim Bauernhof. Easy. Alter, nein! Die haben mir gerade Reifen zerschossen. War doch richtig, ne Silver? Beim Bauernhof in Crescino? Beim Bau, ja. Ein Autobett. Diese okay, Schweine. Ich bin schon da. Okay. Was? Otto, seid ihr fix? Ja, beim Bauernhof, genau. Da findet ihr einen Safe, den. Hui.
den ich jetzt aufschließe. Ach nee, den schließen. Ja, irgendwo habe ich den hingestellt, ich weiß noch nicht mehr wo. Er ist irgendwo hier. Da kommen die Bauern gerade hier. Aus dem Stall. Nein, ich kann nicht mehr schießen. Oh, oh. Nein, ich habe keine Munition mehr. Ja, naja, ich habe einen kleinen Umweg. Bin nach Gefühl gefahren, ein bisschen. Da kann man auch sich mal ein bisschen verfahren. So. Tresors auf. Ide ist tot. Was? Was? Ide ist tot. Wieso das denn? Ja. Keine Ahnung. Ach, steht auch nicht da, warum? Ja. Nö, nö. War der nicht gerade eben noch hier? Hm. Ich glaube, hier gab es irgendwo Wildspawner. Aber da steht ja nicht da, wurde getötet von? Nö, einfach nur Gizi ist tot. Naja, gut. Wenn sein Auto explodiert ist, dann... Hä? Ist der hier reingefahren? Ja. Und der liegt hier tot neben seinem Auto. Das war vielleicht eine schlechte Idee, den hat's bestimmt zerquetscht. Wahrscheinlich, ja. Er hat im Container geparkt. Ja, ja. Und er liegt hier tot neben dem Container. Alter. Sie ist ja nicht weit weg, Gott sei Dank. Nee, oben kannst du Gott sei Dank spawnen. Also, das ist nicht so schlimm. Na gut, die anderen sind sowieso noch nicht da. Alles gut. Alles schick. Ist da hinten ein Guter oder ein Böser? Ne, ist ein Böse. Havel. Oh, bei mir steht Radio und ich kann mir ja, nicht ja, mehr... Ja, ich hab sie gerade, im Visier, ja. Wladimir und Pavel. Die schießen erstmal nicht mehr. Och, sag mal, wo kommt ihr denn alle her? Ihr Nasen. Easy, ich zeig dir mal, wo der Tresor ist, wa? Vielleicht war es ja mit Absicht, Henry. Schießen wir hier? Ja. Na, das ist Gizi gerade, ja. Okay. Willst du Leiche erstmal machen, oder? Verbimmelt? Lüge! Wo ist er denn? Alles zackig. Eieieiei. Okay. Mhm. Naja, sagen wir mal, es war Taktik, hört sich besser an. Oh. Gut. Das sind keine Zombies. Ratze eigentlich hier? Der ist noch auf dem Weg. Echt gut. Ist aber auch nicht mehr weit weg. Hm, hab ich gesehen. Da ist Freddy. Ach du lieber Gott, Ratze ist da oben. Das nenne ich mal Verfahren.
Hui. Atze, bleib mal stehen. So denn. Ja. 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 Da kommt auch noch Freddy. Lauf nicht weg, kleiner Zug. Da kommt der fiese rote Lada. Ja. Warte, wo bist du? Ach, so ein schönes Rot. Hier. Rote Liebe. Irgendeiner blutet hier. Ah, ja. So. Hier rein. Ich nehme. Achso, du blutest. Dich. Hier. Oh, oh. Da kommt ein ganzes Geschwader. Hui. Ich schnell wieder ein Lader. Oh nein, da ist ein Zombie drin, ich kann nicht schießen. Zombie in der Halle? Ach, du hast den. Ja, ja, hier. Du hast den Hippie-Lader. Ah, gut. Nun nicht mehr. Alter, hier sind doch schon wieder welche draußen, das gibt's ja nicht. No, hier sind gar nicht mal so wenige. Himmel, fall um! Jetzt ist der Zombie gerade weggerannt. Jo, Tatsache. Boah, die sind ja also. Nervig ist ja noch untertrieben. Ja. So. Alle breit? Ja, alle breit, ja. So. Hippie-Lader. Okay. Letzte Fahrzeugübernahme in Petrovka. Ach Gott, das habe ich doch schon öfter gelesen. Oben. Ganz oben. Ja, ist nicht weit von hier. Ach, da. Petrovka. Da sehen wir uns. In Petrovka. Der Ort ist nicht groß. Ich habe da keinen Fixpunkt. In Petrovka. Was? Hey. Was denn? Snüffelst du? Der letzte räumt ein bisschen auf. Weg. So. Alles klar, gehen wir nach Petrovka. In Petrovka müsst ihr mich dann, müsste man mich bitte jemand in die Gruppe einladen, damit ich sehe, wer zuerst dann am Ziel ist. Jude weiß ja nicht, gut, das könnte mir auch sagen. Da ja, steht ein SUV. Ich hab dich eingeladen. Hast du? 5 oder das? Annehmen, genau. So, danke. War gut aus. Fast Teile. So. Bleiben Sie stehen da vorne. Sie haben das Straßengebühr nicht bezahlt. Scheiße. Ich war nicht schnell genug. Jetzt kommt die Revanche. Erst kommt ein Schild. Yeses. So, jetzt geht's mir besser. Oh, mein Auto macht 6. Oh, schön aussteigen. Ach, sonst, folgt mir unauffällig. So, die Autos sind ja nicht zu übersehen. Oh, oh, meiner hat auch einen weg. Oh, Schwein! Hast du gerade noch auf mein Auto geschossen? Das war nur... Oh ja! Ist ja fies. Hallo, Kitty. Genau.
So, ab jetzt machen wir deinen Gleichstand. Ah ja. Hui, da fliegt der Zombie in den Wald. Ich glaube, es wird Herbst. Die Zombies fliegen in den Wald. Nett. So. Zack. Ah, gleich den ersten gefunden. Mitkommen. Schnell mitkommen, bevor man gefressen wird. Hui. Oh, wer ist da explodiert? Das war der SUV. Echt? Ja. Hab doch bloß kurz vorne im Grill reingeschossen. Ja, der hat ja schon einen Wecker vom Rammen. Also. So, den machen wir auch gleich weg. So. Oh, lass mich warten, jetzt müssen wir zu unserer Basis zurück. Nein. Viel besser. So, wenn alle ihr Auto haben, sagt ihr bitte Bescheid. Alter, sag mal. Ich wollte gerade sagen, Ratze sucht dein Auto. Ah, Ratze hat's, glaube ich, auch gefunden, oder? So. Da sitzt einer dran, gar nicht. Huch. Hä? Nicht? Also es ist durchaus möglich, dass ich mich ausnahmsweise mal mit dem Schlüssel vertan habe, ne? Also es ist ja vorhin mit Freddy auch so. Wenn keiner passt, schließe ich dir einen auf. Komm Ratze, hier, nimm den, ist ja egal. Ja? Der ist offen. Da habe ich mich scheinbar irgendwie beschlüsselt. Nö, so kein Ding. So, meine Lieben. Ab jetzt zählt's, ne? So. 1, 2, 3, 4. Das Ziel befindet sich auf der Nebelspitze. Wer? Nebelspitze. Die Nebelspitze, der höchste Berg in DayZ. 2,3 Kilometer von euch weg. Hä? Schaut mal, ihr braucht ja nur zu gucken, wo ich jetzt bin. Ihr seht mich ja jetzt auf der Map. Ach so. Das ist die Nebelspitze. Ach, da oben. Genau. Letzter Tresor und Belohnungsfahrzeuge plus das Gut für alle vier. Mit 20 durch den Wald. Hm, vielleicht. Aber alle müssen mit 20 durch den Wald. Gucken wir mal. Dann kommt die letzte, dann müsst ihr euch zuletzt das letzte Mal entscheiden. Hier kommt das gemein, ich das dauert eine Stunde bis wir da sind. Glaube ich nicht. Ich folge einfach Hasi. Selbst Hasi ist schneller als ich. Es führt aber auch keine Straße hier hin, ne? Lustigerweise. Viel. Na komm, gerade waren es noch 2,1 Kilometer, jetzt sind wir schon bei 1,9. Ach, passt schon. Also ich hab vorhin mit Baxter mal ein bisschen getestet und er hatte einen Glücksgriff gemacht. Also er sagte, das und das Fahrzeug wünsche ich mir und er hat auch eins davon bekommen. Also den er so wollte, hat er auch gekriegt. Lustig, dass er gleich den richtigen Schlüssel gekriegt hat. Aber ich muss jetzt mal gucken, ob man den Schlüsseln sieht. Aber eigentlich nicht, nee. Nö. Oh Gott, ich hasse Wink. Ich hab's gerade gehört, was war das? Immer wenn ich die Turbo einschalten will, nach 5 Sekunden. Ach! Wie riecht man das aus? Gute Frage, aber ich hab das nicht. Jedes Mal ist es zu lang.
komme ich mir nur wie eine Schildkröte vor. Nicht so gut. Ein bisschen müsst ihr es ja verdienen. Ganz, ganz ohne Speis. Das ist ja schade. Dann habe meine persönliche Meinung. Was? Ich dachte, ich habe meine persönliche Meinung abgegeben. Alles gut. Kein Thema. Und ja, durch die Welt bist du auch schneller gelaufen. Ja, Hubraum statt PS. Lauf. Zuerst dann. Sehe, das Feld kämpft sich hoch. Sehr gut. Immer dieser Tempomat, mein Gott. Funktioniert das nicht? So, das war's. Oh, ich sehe euch schon, die rosa Autos. Bei mir unten. Ich habe da eine Markierung hingeschossen. Ja, Giese, Dani, Freddy, Ratze. So ist im Moment der Stand der Dinge. Ich glaube, so wird es so bleiben. Das denke ich mir auch, ja. Ja. Und sie kämpfen sich den Berg hinauf. Den Buckel hinauf. Buggelnuff, ja genau. Sehr schön. Wieder? Ja? Hast du gut. Nein. Es wird noch schlimmer, keine Angst. Hm. Also noch steiler. Ja. Ich glaube, das Feld bleibt wie es ist, ja. Es ist wohl wahr. Yeah! Und ihr schießt was. Achtung, ihr oben schießt wer. Das bin nicht ich.
Wildspawner. Stellt euch mal so hin, wie ihr den Berg hochkommt, bitte. Ich muss mal eben nach den Wildspawnern gucken. Irgendwo schießt's hier. Von rechts. Von rechts? So, Giese ist schon mal der Champion. Giese ist schon mal der Champion, so rum. Und da unten irgendwo. Also geschossen. Es ist Ruhe. Eigentlich kannst du Razzia jetzt auch hierher holen, der ist so oder so der Letzte. Richtig. Ich rette dich, Razzia. Ich rette dich. Ja, zack. So, also Platzverteilung. Giese der Erste, ist das richtig gesehen? Dani der Zweite, Freddy der Dritte und Razzia auf Nummer 4. Ja. Gut, also, wenn wir jetzt erstmal die Schüsse lokalisieren, nicht, dass die uns jetzt hier bei unserer kleinen Siegerehrung wegsnacken, aber es scheint Ruhe zu sein, ne? Vorerst. Kam von hier drüben. Von hier drüben? Hier? Von der Seite. Ah, da kommt einer. Einer ist tot. Schnell weg. Ach, Radio. Und da ist der Zweite. Und der ist auch tot. So, waren nur, ich sah nur zwei. Ja. Radio ist aber immer noch. Steht noch da. Nee, jetzt weg. Gut. Okay. So, dann Giese, dann komm an den Tresor und nehme er sich den ersten Schlüssel. Das Goodie gibt's dann natürlich auch noch. Und ja, ich habe schon wieder Radio. Ja. Da schießt einer wieder. Boah. Die sind tot. Das war aber weit weg, ne? Da ist er. Oh. Hier oben stand er. War er. Ist er ganz tot? Also. Ja. Ja, jetzt auf alle Fälle. Sehr gut. Gut. Ja. Gib dein Geld. Gut. Brauchst du eh nicht mehr. Ja. Wähle er den ersten Schlüssel. Ich mach das mal viel auf nach der langen Fahrt. So, danach ist Dani dran, aber der ist gleich erst wieder da, ne? Wenn aber gucken. Da... Ja, Dani, dann Dani an den Tresor. Ja. An den Tresor. Wähle den Schlüssel der Schlüssel. Wähle den Schlüssel der Schlüssel. Das ist die letzte Wahl für heute. Jetzt bin ich mal gespannt. Generalschlüssel. Und nein, es ist kein Lader dabei. Also schade, ein Lader hätte ich gerne. Kein Thema, können wir dann umtauschen, Razzia. Ach, ich probiere es mit dem. Ich habe einen Grund genommen. Tausche ich dir gerne. So, Freddy. Ja. Ich nehme... den Schwarzen. Und Razzia. Wie gesagt, es kann sich jetzt, das heißt nicht, dass der da zuerst gewählt hat, hier das Beste hat. So, dann treten Sie mal und suchen Sie mal Ihr Fahrzeug. Aber Glückwunsch, Giese, dass der Erste warst. Ja, ja. Das Goodie gibt's dann ins Fahrzeug, quasi. Ah. Nein, okay. Den habe ich leider nicht. Schade. Den hier, glaube ich. Aufschließen. Yeah. Oh, Tusk gewonnen. Was hast du? Den Tusk. Nur so cool. Glückwunsch! An wen gehört der? Ach, Razzia! Ja! Ach nee, ich hab was die Mistmöhre hier. Oh, den hast du, Giese, der ist auch geil. Und ich meine, den gibt's nicht zu kaufen. So, dann halt mal an. Einmal stehen Warte, bleiben. Herr Giese, den ich haben wollte. Scheiße. Ich glaube, den gibt's nicht zu kaufen. Das Welcher Ding. Ist denn das? Irgendein russisches Gerät. So. Den 90, doch, den kannst du kaufen. 3,2 Millionen okay. kostet der. War einer zu viel. So, Goodie ist auch drin. Auch als nächstes holen. Wo ist, wer war der Zweite? Der Zweite war Dani, ne? Ja. Wo ist er denn? Ah! Der 30 ganz hinten. Da hinten ist er. Ja, warte, Goodie kommt. Und Razzia hat den Panzer gekriegt, den ich verloren hab. Scheiße, ich kann... Guck mal, tausch! Nee, alles gut. Warte, du hast den gewonnen, ist deiner. Ich muss einsteigen, um auf die Ausrüstung zuzugreifen, okay. Nö, auch nicht. Hä?
wieso kann ich denn hier nichts reintun? Nee. Weiß ich nicht, soll ich mal aussteigen? Ja, warte mal. Steig mal aus. Du kannst das wissen. Aber wir sind doch in einer Gruppe. Ach, jetzt geht's. Also. Ja. So, Rudi ist drin. Wo ist Daniel? Hier. Daniel. Ich habe erstmal mich entledigt von meiner. Ach, da ist er, Freddy. Anderen Schlüssel. Ja, besser ist das, sonst stiften sie nur durcheinander. Ja. Ach, hier geht das wieder auch nicht. Du musst aussteigen. Ja, warte. Jo. So, dann stellt euch bitte nochmal alle schön im Kreis, wenn wir dann alles verteilt haben, nochmal fürs Abschlussbild und für die Abschlussworte. Gesundheit, das war das Abschlusswort. Was machst du da? Auswurfschnüffel? Dir und Goody reintun. So. Ein was? Und Ratze, wo ist Ratze? Ah. Ratze. Da. Nicht reinsetzen, weil sonst könnte ich ja nichts ins Inventar legen, seltsamerweise. Ja, stehst nämlich, sehe ich. Da ist der Gysi voll der Glückspilz, ey. So, haben sie alle ihre Goodies? 90. Dann kommt nochmal um irgendwie Gesundheit. Stell dich am besten nochmal so schön hier schön aufstellen. Vorm Panzer, oder? Och, wie ihr wollt. Oder einfach so, reicht auch. So, ich bedanke mich. Mir hat es Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, war super. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit euren Errungenschaften. Es kann sein, das sind Admin-Fahrzeuge. Ne? Es kann sein, dass die nicht tauen können. Ne? Das wäre so das einzigste Manko. Oh ja, gibt es Schlimmeres, denke ich. Eben, denke ich auch. Ne? So, also der erste Platz hat 10 Koffer nochmal dazu gekriegt. Der zweite 5, dann 3 und 2. Ne, damit ihr es auch gehört habt. Alles klar, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ach, ich dachte, du portest uns jetzt auch nach Hause. Nö. Als Überraschung dürft ihr jetzt mit dem Hello Kitty Auto nach Hause fahren. Haha. Nein, ich kann euch auch nach Hause porten, das ist kein Thema. Ja, guckt mal, Jungs. So. Freudentanz. So. Welche haben jetzt keinen Besitzer? Der hat keinen Besitzer hier, der sandfarbene, ne? Hm. Und was war jetzt deiner? Der hinter, vor dem du rumtanzt? Ja. Das ist der nicht hier? Nee, der nicht. Nee, der ist auch abgeschlossen. Gut. Sehr gut. So. Dann würde ich sagen, wo wollt ihr denn hin? Ihr müsst mir sagen, wo ihr hin wollt. Was für ein Ding? Base. Wo wohnt denn Gysi? Das weiß ich nicht. In der Nähe von Carbanio. Gysi wohnt. Ich hab geschrieben. In der Nähe von was für ein Ding? Carbanino. Carbanino, ach so, für doof steht's da auch. Wo war denn Carbanino? Uiuiui, warte mal. Carbanino. Warte mal, das war doch hier drüben irgendwo, oder? Können wir das mal markieren? Weißt du, suche ich mir jetzt hier einen Wolf. Ah, Gysi hat's markiert. Warte. Kurz AFK, ich muss mal. Ah, Gysi hier. Okay. So. Dann ist Gysi der Erste. Links von Starry, genau. Gysi. Einmal nach Hause. Wupp. Da. Ihr wohnt alle zusammen, also Freddy und Co. Yep. Das macht die Sache einfach. Immer gerne, Gysi, kein Thema. So, dann geht's los. Wir fangen an mit Freddy. Einmal du. Yep. Und ein bisschen Platz machen hier. Der nächste ist Dani. Ups, ja, ich habe mich gerade zu dir geportet. Oh,
aber das ist auch kein Thema. Ich sitze bei dir im Panzer. So. Und jetzt sind wir bei Freddy, hoffe ich. Ne, sind wir nicht. Oh oh, ich glaube, mein Spiel hat sich gerade wieder verabschiedet. Mann, was ist denn nur los heute? Heute ist irgendwie der Wurm. So. Ja, gut. Barscht. Wir versuchen es nochmal. Gut, okay. Ich habe mich festgebackt im Panzer, sorry. Und sag schon mal ciao. So. Ich muss reloggen. Ich weiß nicht, was los ist. Bei mir stehst du noch hier. Ja, ja, aber eigentlich sitze ich bei Dani im Panzer. Bin wieder da. So. Einmal reloggen. Was ist denn los mit deinem Spiel heute? Ich denke mal, das ist das übermäßig Benutzen des Admin-Tools. Würde ich behaupten. Meistens habe ich die Probleme eigentlich nicht. Mhm. Deswegen, du kannst mit dem Admin-Tool, es ist eigentlich relativ schwer zu zocken, weil in irgendwelchen Situationen fuckt das Spiel dich immer wieder raus. Alter, der T34 hat aber einen ultra-hohen Haltepunkt. Dani, nächster Versuch. Dani? Ja? Teleport to me. Ja, da ist er. Da ist er. Hey. So, okay. Ich fahr mal ein bisschen weg. So, Ratze, du willst auch mit hier runter? Ja, du kannst die Weg machen. Okay. Meine Homebase. So, Ratze, Ratze, Ratze. Teleport to me. Yep. Danke. Bitte. Haben wir jetzt alle da, wo sie hinwollen sollen? Ja. Ja. Sehr gut. Schön. Doch, keiner. Er kann tauen? Yep. Das ist cool. Warte, ich mach Platz. Also, man muss auf den Heliport und dann in der Mitte in den hier werde ich noch in die Nähe von Starry fahren. Wenn ich mit denen auf Loot-Tour gehen. Wie viele Plätze hat deiner? Also? Ich werde den LKW einfach hinten rein tauen. Ach so. Ja. Oder willst du meinen lieber nehmen hier? Den Schwebewagen. Nö, nö. Ich nehme den, den ich gewonnen habe. Kettenfahrzeug. Man hat auch immer einen schönen Zaun, wenn du den anmachst. Hm, das haben die Panzer aber alle, dieses Wiu! Nee, ich meine dieses. Ach, wenn der so Gas gibt, wenn der so knattert. Ja, 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 ja. Richtig. Also, irgendwas mit Panzern müssen wir auch nochmal machen. Ja. So eine Art, hier irgendwie eine obligatorische Grenze festlegen und sich dann einfach beschießen oder irgend sowas. Hm? Ach, der hat 100 Plätze. Hm. Also 100 Inventarplätze und 10 Waffenplätze. Ja, ja, der bei mir auch. Oh du, das hat aber sich doch ganz schön über den Abend gezogen, das Event, ne? Also, ja. Hui, hätte ich gar nicht gedacht. Schon fast 23:30. Ja, eben. Ich hätte es nicht gedacht. Aber hat, ich finde mir, also ich fand's gut. Also ich weiß nicht, was ihr sagt, ja, aber ich fand's eigentlich ganz okay. Wow. Gute Frage. Virtuelle Garage ist die Plot Bowl, ne? Ja, ja, die ist oben. Weiße. Ja. Okay. Die ist oben. Nein, ich muss sagen, war ein sehr schönes Event. The Jig, ja, das letzte, ne? Den Wald hoch. Gute Nacht, Henry. Naja. Schlaf schön. Gute Nacht. Nee, ja, aber ein bisschen was muss, anstrengend muss es schon sein. Nee, hat Spaß gemacht, gar kein Thema. Auf jeden Fall. Das ist doch schön. Ja, ich habe heute keine Lust, mich jetzt neu auszurüsten. Wollt ihr jetzt dieses Wochenende nochmal zocken? Weil es ist ja langes Wochenende. Ich würde nämlich auch mal gern wieder Dingens machen. Mission oder so. Wie langes Wochenende? Ne, wir haben doch Feiertag am Montag. Montag ist Feiertag. Montag ist Feiertag, ja. Die Einheit. Ja. Okay. Wiedervereinigung. Ich würde gerne machen. Also, müsst nur sagen, wann? Morgen oder? Okay. Morgen wäre ich ganz gut.
können wir morgen Abend machen. Ja. Cool, da bin ich dabei. Morgen, Tag frei. Perfekt. Ich werde dann morgen am Vormittag eine Runde hier, ne, wieder ein bisschen weiterbauen. Na klar. Dann morgen Abend ein bisschen Missionen. Tralala. Da hätte ich mal wieder Lust zu. Ja. Das ist immer das Doofe, wenn du so einen Teil organisierst, du kannst halt nie mitmachen, ne? Weil es ist halt, das wäre halt sinnlos. Ja. Deswegen, ja, juckt den Fingern mal wieder. Sterben, ja, was haben. Den willst du ja nicht da stehen lassen, oder? Nee. Fahr den mal da hoch, da. Da hinten, wo ich ihn zeige. Naja, sag dann schon mal gute Nacht. Sage bis morgen Abend, wir hören uns vorher bestimmt nochmal. Jo, dann bis dann, ciao. Tschüss. Au. Wo hast du die Blattbrühe eigentlich hingebaut, Daniel? Oben auf dem Dach. Ja, deswegen, wir können die hier. Ich weiß nicht, ob du da von da einparken kannst. Nee, ich will ausparken, sonst komme ich an den Schlüssel von meinem LKW nicht ran. Ausparken? Was willst du denn ausparken? Ach, das Helipad ist so weit weg von der Bloodpool, um das Fahrzeug auszuparken. Ja, warte, ich sonst komme ich an meinen LKW nicht mehr ran. Warte mal, habe ich denn jetzt überhaupt eine Brechstange dabei? Ja, Gott sei Dank. Aber ich habe keine Bloodpool, Werkzeugkiste. Hatten wir, glaube ich, irgendwo noch, ne? Haben wir eine zweite Plotpole, dann könnte ich eine aufstellen und alle einladen. Dann machen wir es hier auf dem Boden, wo alle ja, hier... Ja, haben wir. Warte, dann lass die da stehen. Warte, ich hoffe, du hier, ne, im Tresor. Ja, warte, ich komm. Oder? Stell ich direkt hier unten eine auf. Irgendwo habe ich die gesehen. Ne, hier war es nicht. Gib mal ein Fahrzeug. Mal durch. Irgendwo habe ich heute welche gesehen gehabt. Nee, hier oben nicht. Da hat der Gysi heute richtig Glück gehabt, ne? Schön T90. Ja. Braucht den nicht. Ja, den hast du aber gewonnen. Versteh dich gerade nicht, Gysi. Ach, nicht Gysi, Ich tausch gerne. Jetzt bist du versessen auf das Fahrzeug. Und du Hacke ist ein fucking Clubhaus. Also mein Panzer könnt ihr auch mit benutzen. Wo waren denn jetzt diese verdammten... Nicht da hinten in dem Baudings? Nee, da war auch nichts. Vielleicht? Ich guck gleich. Ich muss eh nochmal nach Klemmen. Ich brauche einen neuen großen Rucksack. Ja, ich brauche auch einen. Aber ach, ich habe gar keine Werkzeugkiste. Kann ich mir morgen auch. Aber um eine aufzustellen, Ratze, brauchst du Werkzeugkiste und ein Brecheisen. Da finde ich schon. Nee, hier ist keine drin. Oh, eine Werkzeugkiste. Haben wir noch irgendwo welche? Den Schlüssel rein. Tja, die Frage. Ich habe die Tage auch noch irgendwo eine gesehen. Ich habe heute auch noch. Hier war ja noch nichts drin. Ne? Ich bin doch heute hier. Hier ist doch. Dem Zelt hier. Hier in dem Zelt. Dem Zelt. Zwei Stück sind da sogar drin. Na, da probier mal dein Glück. Brecheisen. Hm? Werkzeug gehst du Brecheisen. Ja, Brecheisen kann ich dir geben, aber Werkzeugkiste habe ich auch keine. Wenn du jetzt kurz stirbst und dann wiederkommst, dann hast du eine Werkzeugkiste. Ich hab eine. Klappspaten, Jagdmesser,
Brechstange, da ist sie. Brechstange, ja. Die brauchst du. So, wo soll ich setzen? Ja, hier draußen, ne? Versuch's mal hier draußen. Hier, da wo ich stehe, dann ist sie auch in der Base oder draußen? Ne, hier draußen. Versuch doch hier gleich neben dem Trecker hier. Hier so. Hier so, ne? Ja, okay. Kann aber sein, dass er dir gleich sagt, geht nicht, weil hier schon... Ne? Hm, will er nicht. Hm. Dachte ich mir schon. Dann renn mal bitte da hinten an dem Waldrand. Hier. Hm? Hier bei dem Jagdstand. Naja, ganz vorne. Da ist ja eigentlich neben der Tankstelle, versuch mal. Da bin ich, ja. Nein, geht nicht. Geht auch nicht. Was steht denn da? Achso, nee, warte mal. Ich hab doch einen Schlüssel einstecken, da kann ich doch den LKW auch anmachen, oder? An den Schlüssel? Hier vorne hat sie. Ja, ich folge dir. Hier an dem Baum. Wo sagen wir an den? Hier so. Schaufel oder Klappspaten hast du dabei? Wieso Schaufel oder? Ja, steht hier. Klappspaten ist das grüne Ding. Eine Schaufel habe ich im Tresor, ja. Da kann ich hier aufbauen. Und Schaufel habe ich gar nicht dabei. Ein Pilz gesehen. Die haben wir auf jeden Fall. Kommst du mir hinterher, ja? Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Hier im Haus rein. Ah, ich glaube, ich weiß, wo einer liegt. Ja, hier im Tresor. Auf jeden Fall habe ich hier, glaube ich, auch eine Schaufel drin. Und den Klappspaten. Ich habe den Spaten. Schaufel? Ne, eins von beiden drauf. Achso. Entweder oder also. Ja, richtig. Okay. Gibt es eigentlich bei uns irgendwo noch eine Kraftstoffpumpe? So eine tragbare? Könnte sein. Musst du mal durchgucken. Ansonsten, die ist nicht teuer. Ich glaube 4000. Oh, ich habe Radio. Ja, dann solltest du mal schnell hier kommen. Freddy, ich sehe deinen Hubschrauber immer noch da unten an der Endstelle laufen. Welchen Hubschrauber? In die Mosi, ganz am Anfang, wo du gestorben bist. Echt? Ja. Oh, die schießen. Au. Au. Komm, schnell rein hier. In Sicherheit. Du gehst drauf und scheiße. Ich war jetzt so dabei, diesen Plotpol aufzustellen. Ich hab nichts mit mehr. Scheiße. Ich guck mal. Hast du immer noch Radio? Ist jetzt weg. Ja. Da sind sie weitergezogen wahrscheinlich. Ah ne, jetzt kommt, es taucht wieder auf, warte. Ich bin wieder da. Naja, ja. Kann sich höchstens da dahinter das andere Geschütz da. Sehe aber keine.
Kommt Leute, lauft doch mal hier rum. Kann ich ans Geschütz gehen? Nein, da ist nicht, ist glaube ich nicht geladen. Ich gehe mal oben, nach oben. Ich glaube, von da sieht man so besser. Da. Ah, ich höre so. DMR-Schüsse. Auf die Nuss. Der war gut. Ah, da habe ich jetzt wenigstens wieder eine Werkzeugkiste. Glückwunsch. Ja. Einen habe ich aber, glaube ich, einen habe ich erwischt. Weißt du, woher die gekommen sind? Naja, aus dem Wald da drüben, wo du deinen Panzer eingefahren hast. Der Wald. Jo, 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 jo. Ich hab sie. So, ja, bin ich ja mal gespannt. Mit der Malwaffe hat schon was. Ah. Kommt jemand raus oder rein? Oh. Ich dachte, hier kommt gerade jemand rein. Discord meinst du, oder? Ja. Ohne M24. Bin da, wer doch, Switchy. Switchy! Bin auch noch da. Aber nicht mehr lange. Ach, den Rest mache ich morgen. Alles klar, Gizi.
dann schlaf gut. Oh, da hängt aber meiner hier auf 7:30. Oder schon wieder, noch immer. Ach, Bugs da so weiter. Das Sarah. Event, das hat zu lange gedauert. Na, die Kleidung will ich nicht haben. Komm, wir tauschen mal mit den Waffen. So. Okay. Die nehme ich noch. Ja, völlig zu früh. Mehr Spieler sind nicht mehr on. Hm? Ich dachte, ich konnte jetzt Dani, dich und Bugs dazufügen. Mehr sind nicht mehr on. Ah. Jetzt ist was hatte ich an Verlust durch Jedi und so? Das ist eine gute Frage. Wird mit der Garage. So. Lässt sich gar nicht so einfach beantworten. So, ich, ach, den kann ich gar nicht. Oh, ist so Pech. Sag ich, was wieder eine Werkzeugkiste. Benni? Ja? Virtuelle Garage, du brauchst da so einen Heliport oder muss ich ja nur in der Nähe stehen? Na, der Heliport ist dafür, wenn du wieder ausparken willst. Ne? Damit die Blood Pool weiß, wo sie den. Ich weiß, dann brauch ich. Haben wir noch, haben wir sowas? Kannst du mit der Werkzeugkiste rechts anklicken, ganz unten, das mit H. Das ist, ne? Ach, hast du eine Entschädigung gekriegt, Daniel? Ja. Das ist schön. Aber das wäre auch ganz lieb, Baxter, wenn du dir das vielleicht nochmal angucken könntest, weil ich denke, dass der Heli, nachdem du das Upgrade gemacht hast, wenn der wieder auftaucht, so nach oben droppt, ist, glaube ich, nicht normal. Hast du es geschafft? Hey, Baxter. Ich hab nur hinzufügen, schließen oder löschen. Sanieren und Kuppel. Nee, nicht da. Geh weg da. Geh weg von der Blood Pool. Trag mich mal, hast du mich schon eingetragen? Ja. Okay, so jetzt mach, dreh dich hier um. Knie dich hier hin. Hier so. Den Blackhawk meinst du? Scroll den hatte ich bei den normalen. Deine Werkzeugkiste rechts anklicken. Den hatte ich bei den normalen. Ganz unten, was mit H anfängt, genau. Und das weiter zu dir aber, ne? Viel weiter zu dir. Noch bei den normalen Luftfahrzeughändler habe ich den gekauft. Hier, ne? Hier so machst du hier nochmal. Das hier auf die Freifläche, ne? Weil du musst doch immer bedenken, du kannst auch Helis einparken und so. Die wollen ja nicht da in die Bäume krachen. Zieh ruhig weiter runter. Ja, da so. Genau. Genau. So. Danke. Und kaputt gegangen ist er beim Großhändler, als ich das Kraftstoff fast gekauft habe, um das letzte Upgrade zu machen, beziehungsweise nachdem ich das letzte Upgrade gemacht hatte. Wow. Also überlappen kann man auf jeden Fall. Die ist nämlich jetzt, guck mal, und jetzt auch der Hafen komplett eingeschlossen. Das könnte man bis da hinten noch. Ja, kannst du Gas geben. Hier den halben Wald. Ja. Oh ja. Nett. Ich glaube, das war der Plan, den du hattest, ne? Ja, das. So, hier unten ist dann alles durch die abgedeckt. Und falls man noch ein bisschen noch da hinten noch was bauen will oder so, könnte ja sein, dass hier mal eine ganze Stadt, den Strand entlang, eine Stadt entsteht. Ne? Wer weiß das schon? Also heißt das dann, kann ich jetzt an mein Auto ran, damit ich den LKW ausschließen kann? Ja. Theoretisch. Wo hast du den denn eingepackt? In meine Blood Pool oder? Ja, in deine eigentlich, ja. Ach so.
Aber das Helipad war zu weit weg. Wir könnten ja versuchen. So, man kann immer wieder bauen. Ach so, dann kommen wir mit hoch. Warte mal, da habe ich eine Idee. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber können es ja mal versuchen. Den Koffer da liegen lassen? Welchen Koffer? Den Baxter mir gerade hingelegt hatte. Macht er das oder macht er das nicht hier? Warte mal kurz. Genauer wissen. Wieso kann ich den nicht einparken? Also ich mach die ganze Zeit Bild auf. Ich müsste den doch eventuell in der Garage einparken können, wa? Wenn er auf dem Heliport steht. Der muss nur in der Nähe von der Blood Pool stehen. Da ist er doch, bin ich bescheuert. Abgebrochen. Ach nein. Aber wo ist das? Also Ratze, das Fahrzeug, was du einparken willst, muss in der Nähe von der Bloodpool sein. Da unten. Davor. Weil die Fahrzeuge, die du ausparkst, sind dann auf dem Helipad. Das kommt doch gar nicht hoch. Guck mal. Das ist da unten. Nee. Also man kann nicht hier oben ein Helipad bauen. Ja, einfach. Das... Was sagst du? Ich kann das Fahrzeug nicht einparken. In die virtuelle Garage. Den Schlüssel hast du aber einstecken dafür, ja? Du musst da vorher am Steuer gesessen haben, ne? Hab ich. Na gut, dann muss ich hier die nochmal abbauen. Gibt ja alles nichts. Nee, schließt dir nicht ein. Ich stehe direkt davor. Er erkennt ihn. Ach so. Jo. Ach. Warte, du müsstest deine noch mal kurz abbauen. Warum? Damit ich meine hier noch mal kurz aufbauen kann, damit Daniel sein Fahrzeug rausholen kann. Okay, mache ich.
warte. Warte. Okay, Plotpol abgebaut. Ah, mir fehlt ein Klappsporn. Bin gleich wieder da. Ich wollte nur an für sich hier alle Fahrzeuge safe setzen, ne? Deswegen. Auch den Panzer und so. Ich meine, wir benutzen ja eh alles gleich, also jeder kann dieses Fahrzeug, aber die müssen ja nicht offen hier rumstehen. Das haben wir ja letztens gesehen, als die Boote kaputt gegangen sind. Habe ich hier keinen Klappspaten drin? Ich habe da hier alles reingeschmissen gehabt. Ach, siehst du jetzt, wo du sagst, einen Klappspaten brauche ich auch noch. Ah, da stand ja auch eine Schaufel, ne? Also nämlich eine Schaufel. Richtig. Deine dann erst wieder aufbauen, wenn ich die oben aufgebaut habe, ne? Ja, ja, klar. Ich baue die bloß hier schnell auf, damit er an Dings kommt. Ich komme. So. Dürfte das Ding ja nah genug sein. So, ich hab versteckt. Sag Bescheid, wenn ich wieder kann. Mhm. Muss erst mal warten. Wo ist Daniel? Ich war gerade oben bei Klein. Achso. Ich hoffe, der ist hier noch drin. Was war das? Ein Pickup? Nee, ich glaube auch so ein Wotnik. Hier ist ein Pickup drin. Nee, stimmt, Pickup, ja. Von dem brauche ich nämlich den Schlüssel, aber der ist auch für den LKW der Schlüssel. Was? Bist du blind, Bloodpool? Hier ist doch. Du benötigst ein Helipad. Ich hab doch, kann man das hier wieder abbauen? Nö, ne? Aber ich kann doch hier. Wieso kann man das nicht abbauen? Da haben wir hier überall die Dinger rum. Sanieren, Kuppel, was ist ein Kuppel? Nee. Hier steht nichts von abbauen. Oder in der virtuellen Garage. Ne? Aber hier ist nur das Auto drin, ne? Hier steht nicht, ja, ausparken und dann sagt er mir Helipad. Benötigt ein Helipad. Wenn ich jetzt hier noch ein Helipad hinsetze. Warte mal, ich kann das ja genau über das hier machen, ne? Noch eins drüber legen. Dann machen wir aus den H ein besseres Zeichen, ne? So, guck mal, was für ein geiles Zeichen wir jetzt haben hier. Ed? So, jetzt kannst du ausparken hier. Nee, kann ich nicht, bin ich eingetragen. Also,
Ich trage dich mal ein. Kurz. Dani. Ich baue sie ja eh gleich wieder ab. So. Eine Garage. Du benötigst ein Helipad. Warte mal, dann lass mich mal auspacken. Oh, ist ja fies, oder? So, ich habe ja da gerade eins hingesetzt. Auspacken. Du benötigst ein Helipad, um Fahrzeuge auszupacken. Ey, willst du mich verarschen? Ich habe doch hier gerade eins noch drüber gelegt. Geht nicht, Baxter. Ja, was sollen wir jetzt machen? Na, dann muss mein LKW da halt erstmal stehen bleiben. Kann ich den erstmal nicht mitnehmen. Ja, wie soll ich den dann rauskriegen? Warte mal. Fahrzeuge in der virtuellen Garage erfolgreich gewartet. So. Was? Wieso ist denn jetzt mein ganzes Geld weg? Ich hatte über 300.000. Und hier steht 10.000. Das ist ja eine Sauerei. Du benötigst ein Helipad. Nö. Ich kann da ja... Ich kann doch jetzt hier nicht 1000 Helipads drüber legen. Dani, bau du noch mal eins da drüber. Was wie ein Helipad? Wie meinst du das? Na, Werkzeugkiste und dann ganz unten mit H das. Unter Musi steht das. Irgendwie konnte man die aber abbauen, ja. Ja, das in der Mitte ist egal. Hauptsache der Kreis ist einigermaßen. Und danach gehst du zur Bloodpool und versuchst nochmal auszuparken. Und das ist ein Helipad. Das ist ja merkwürdig. Jetzt ist dein Auto für ewig und immer da drin gefangen. Ach, da komme ich aber auch für ewig und immer nicht an den LKW ran. Ja. Na, rat's ja nicht, dass das mit dem Panzer dann auch passiert, ne? Kann dann. Der schöne Panzer. Ja, warte, ich baue die ab und baue die wieder oben ran. Okay. Also warte noch, ja, bevor du sie aufbaust. So, ich verdünnisiere mir schon mal. Schlaf gut. Na, warte, Daniel, bis ich sie aufgebaut habe, damit ich gleich wieder mit eintragen kann. Sonst bist du. Sonst kommst du hier nirgendwo mal rein. Bin ja gleich oben. Naja, also es heißt, lieber nichts einparken, ne? Das geht. Aber da wir zwei Plattpools haben, schneiden die sich. Das ist das Problem. Nee, du hast ja deine gerade abgebaut gehabt. Wir wieder können. So. Oder im Neustart. Das geht auch. Dass das Programm nicht so schnell ist. Ausparken konnte ich das ja schon nicht, bevor es die zweite Plattpool gab. Genau. Ja, aber... So. Dann trage ich mal ein. Baxter rein, Dani rein, Ratze rein. Und die anderen müssen dann später mit reinkommen. Ich könnte jetzt das Plattpool bauen. Ja, jetzt kannst du wieder aufbauen. Ich baue. Was für eine Verwirrung. Jetzt haben wir da ein Helipad und Helipad. Und es bringt gar nichts. So gut, dann war ich verabschiedet mir schon mal. Ja, alles klar, Dani, dann schlaf schön. Schönen Abend euch noch. Tschüss. Ja, ebenfalls.
So, und Ratze, wenn du jetzt da deinen Panzer einparkst, könnte es passieren, dass du den nicht mal rauskriegst. Kann ich. Hm? Ach, du wolltest den hier einparken? Nein. Hä? Man, 140.000 sind weg. Ich hab kein Geld. Meine, der hat auch gerade, meine Bloodpool hat auch gerade die 300, obwohl er 10.000 stand, hat er meine ganzen 314 Colts geschluckt. Hast du auch auf, ach hier, wo das mit dem Bezahlen steht? Oder was? Ja. Ja, ist mir auch passiert gerade, nur dass bei mir über 300.000 weg sind. Gib jetzt alles ab. Das war's dann. Hm? Ist ja eben noch 10 Minuten. Kannst ja morgen nochmal versuchen, aber nichts bezahlen da in der Garage oder so, ne? Muss man eigentlich nicht. Ich hab's nur hier gemacht, weil ich dachte, dass man dann das Ding endlich ausparken kann. Ja, der hat mir 300.000 abgezogen. Gibt aber doch gar nicht. Ja, mir über 300.000. Egal, jetzt. Na gut, genug Aufregung heute. Dann sagen wir mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Morgen. Gute Nacht. Könnte sein, dass ich morgen Vormittag, wie heute so, ne, bis. Also von 10:30 bis 13:30 oder so. Ich habe ja noch die drei Koffer zum Verkaufen, aber das sind ja bloß 300.000. Da mir ja jetzt 300.000 geklaut wurden, mussten wir dann erstmal noch ein bisschen farmen gehen, um weiterzubauen. Ja. Naja, und abends dann machen wir nochmal eine Runde, wo wir dann nur Missionen kloppen. Ja? Alles klar. Dann wünsche ich euch allen eine schöne gute Nacht und bye bye.